vorstellen, dass der ein oder andere dich halt kennt, weil du damals deine, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich frage jetzt einfach mal, dass du deine Karriere mehr oder weniger bei Kevin Hollywood gestartet hast. Also wenn man jetzt dein Instagram-Profil sieht und deinen YouTube-Kanal, würde ich mich schwer tun, dich in irgendeine Schublade zu stecken. Weil man muss ganz ehrlich sagen, da lernt man ja nicht so viel in so einer Ausbildung oder halt nicht das, was man eigentlich will. Und dann habe ich mir die Mittagspause halt immer hergenommen, habe jeden Tag eine Stunde halt YouTube-Tutorials geschaut und habe mir so wirklich halt das alles nebenbei selbst beigebracht, was Fotografie, Bildbearbeitung und so weiter angeht. Also dann würde ich fast sagen, dass das halt komplett unter Wert verkauft ist, wenn man da für ein Abendessen irgendwie sein Gesicht irgendwo in die Kamera hält. So, also das ist meine Herangehensweise. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus. Und heute eine ganz besondere Folge, denn es ist die 10. Also eine Jubiläumsfolge. Richtig. Ich bin ganz besonders froh, dass ich mal wieder hier sein darf, bei dir, in deiner Heimatstadt. Genau. In deiner Heimatstadt Nürnberg, mal wieder in Bayern oder wie ihr sagt, in Franken. Ja, für mich ist das alles Bayern, für ihn ist das Franken. Ja? Und für unseren heutigen Gast ist das auch Franken, denn er kommt auch von hier. Müssen wir also gleich ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich... Erstmal richtig cool, dass wir hier sind und es ist auch mal was Wetter. Neues. Coole Innenstadt. Stimmt. Haben wir bisher auch noch nie gehabt. Stimmt, wir waren bisher immer Landschaft, ne? Das ja. Stimmt, ja. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen kreativ werden. Wir werden auch in Zukunft, denke ich mal, auch noch ein paar andere Genres der Fotografie mal definitiv abklappern. Ja. Aber heute mal so ein bisschen Städtefotografie für euch. Und ey Felix, da hinten kommt er. Da kommt unser Gast. Ja, da ist er. Zwischen Ballermann und der Einöde Norwegens fühlt sich dieser fränkische Sunnyboy am wohlsten. Wenn er sich nicht gerade mit seiner renitenten Freundin durch die Welt flockt, arbeitet er als Coach für Adobe und Nikon oder gibt mit der Eloquenz eines Lothar Matthäus hilfreiche Tipps rund ums Thema Fotografie auf seinen YouTube- und Instagram-Kanälen. Er ist der Schwiegermutterliebling der deutschen Fotografie-Szene. Hier ist Frankens Antwort auf Kelvin Hollywood, Christoph Göttling. Yay! So. Ja, geil. Moin Chris. Moin. Hallo, hallo. Ja. Was geht ab? Ja, freut uns erstmal, dass du hier bist. Das ist ja schön, dass ihr hier seid. Ich wohne hier. Ich wohne da hinten. Ja, er wohnt ja auch hier. Ich wohne auch hier. Ja, schön, dass du zu Gast bist. Ja, schöne Stadt hier. Fühl dich wie zu Hause. Ja, danke schön. Ja, wir freuen uns erstmal, dass wir dich heute hier in unserem Podcast haben dürfen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Zur Jubiläumsfolge, muss man immer dazu sagen. Geil. Also du darfst dich besonders geehrt fühlen. Von mir haben kurz hintereinander zwei Jubiläen. Das ist jetzt die 10. und dann haben wir in 2 Folgen die 12., die dann ein Jahr voll macht. Das ist auch ein Jubiläum. Ja, ja, man kann aus 4 ein Jubiläum machen. Ja, aber 11 ist auch eine Schnapszahl. Ja, genau. So, wir gehen heute Nürnberg fotografieren. Genau. Wir gehen heute wirklich mal Städtefotografie machen. Ich bin besonders gespannt drauf. Wer Chris noch nicht kennt, Chris hat auch einen YouTube-Kanal, verlinken wir alles unten. Und Chris ist auch sehr, sehr interessant als Fotograf, als Persönlichkeit. Werdet ihr alles später noch in unserem Gespräch sehen. Ich würde sagen, ich habe richtig Bock und wir hauen jetzt mal richtig rein, oder? Genau, legen wir los. Los geht's. Ciao, auf geht's. Der heutige Podcast wird präsentiert von Cozy Speed. Im Online-Shop von Cozy Speed findet ihr alles, was euch das Transportieren eurer Ausrüstung leichter macht. Praktische Hüfttaschen, super bequeme Rucksäcke und cooles Zubehör für euer Equipment. Mit dem Rabattcode im Fokus erhaltet ihr bis zu 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Wir sitzen jetzt hier in Nürnberg, mal wieder in Bayern. Wunderschöne Stadt. Danke für die Einladung, Christoph, dass du dir hier so die Mühe gemacht hast. In die fränkische Idylle. Ich korrigiere dich nämlich gleich mal, wir sind nicht in Bayern, wir sind in Franken. Das macht einen großen Unterschied hier bei uns. Ich vergaß. Achtung, wir sind hier beim Lokalpatriotismus-Podcast. Ja, sehr schön. Und wir haben hier im Hintergrund sogar ein architektonisches Highlight. Wunderschön, ja. Also wir sitzen hier zwischen Bahnstrecke und Autobahn, direkt im Grünen. Zwischendrin zwitschern die was Vögel. Was die Stadt halt so zu bieten hat. Wir entschuldigen uns jetzt schon für sämtliche Nebengeräusche und Störgeräusche, aber wir können es nicht ändern. Ist halt so. Ist halt in der Stadt, ne? Ja, genau. Wir sind in der Stadt. Aber ich bin froh, dass ich mal wieder hier bin, dass ich endlich mal wieder Auto fahren durfte. Naja, also du, ich hatte ja die härteste Anreise. 10 Minuten musste ich von zu Hause hierher kommen. Ja, er hat noch geheult. Er hat du wirklich bist 16 Minuten gefahren. Sind 10 Minuten mehr wie bei mir. Ja. Nein, aber trotzdem schön, dass wir es geschafft haben. Und hier den nächsten Podcast, die 10. Folge übrigens. Wir Jubiläum, sind heute in der 10. Folge. Jubiläum. Fühlst du dich geehrt? Ey, auf jeden Christoph Fall. Ist am Start hier. Wir haben uns ja, man muss ja mit dazu sagen, kleine Geschichte mal am Anfang. Wir haben ja erst vor ein paar Wochen das erste Mal wirklich miteinander Kontakt gehabt. Ja. Ich bin ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Also wir sind uns gefolgt vorher halt, so ja, genau, wie man genau. Das halt Instagram, Social Media, YouTube-mäßig so macht. Aber ich als Kontakt, genau, ich als Kontaktschlampe habe mal wieder nicht geschrien. Es ist wirklich so. Ich habe mit ganz vielen bin ich irgendwie so auf Social Media connected, aber Ich hatte noch nie wirklich mit denen so den Austausch gehabt. Und eigentlich ist es voll schade und eigentlich auch total dumm, so, weil man muss es einfach mal machen. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich bin bei dir in den Instagram-Livestream. Nee, obwohl, wir hatten schon vorher verabredet, dass wir telefonieren wollen. Genau, wir wollten mal telefonieren und dann war zufällig ein Instagram-Live. Und genau. Da warst du zufällig auch und da mit. Und da habe ich mich dann schön reingesneakt und dann gleich mal ein bisschen Reichweite abgegriffen. Ja, so macht man das. So macht man das, genau. Schauen, wo sind irgendwie ein paar Leute und dann da rein genau. Und was abgreifen. Nein, aber genau, so haben wir uns im Endeffekt jetzt dazu verabredet, hier mal einen Podcast zu machen. Also wirklich schön, dass es geklappt hat. Und zur 10. Folge dürfen wir ausnahmsweise mal nicht frieren. Das ist ja schon fast eine Leute, ich sitze hier im Pullover. Aller Leute, die immer unter den Videos kommentieren, dass meine Nase so rot wird und dass ich diese Kälte am wenigsten aushalte, ja? Heute, meine Freunde, heute ist die Nase maximal noch rot, weil ich vielleicht vor 2 Wochen krank war. Ja? Aber eigentlich sieht es wieder gut aus. So. Nein, aber ich freue mich, es sind 16 Grad und wir können hier ganz entspannt sitzen, das ist schön, ja, das freut mich. Und wie gesagt, Christoph, sehr spannender Gast, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dich halt kennt, weil du damals deine, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich frage jetzt einfach mal, dass du deine Karriere mehr oder weniger bei Kevin Hollywood gestartet hast. Ist absolut so, ja? Das ist ja auch nicht schlimm, also das ist ja auch bekannt. Ich habe meine ersten 4 Jahre in dem Job bei Kevin verbracht. Mhm. Hab da eine coole Zeit gehabt, wir haben geile Sachen zusammen gemacht und bin jetzt seit, was haben wir vorhin gesagt? Seit drei Jahren selbstständig und seit dreieinhalb Jahren dort wieder weg. Aber alles gut, ne? Also da. Ja, klar. Wir sehen uns, wir machen ab und zu Sachen miteinander. Ich wollte gerade sagen, ihr wart letztens irgendwann mal zusammen in der Sächsischen Schweiz und habt sogar einen Fototrip zusammen gemacht, ne? Genau, wir telefonieren immer mal wieder, stehen im guten Kontakt und da ich war wieder irgendwo halt rumgeiern, Bilder machen und dann hat er wieder gekommen, ey, so geil, komm, ich hab auch mal wieder Bock und dann habe ich gesagt, ey, komm, lass machen und dann haben wir das ganz kurzfristig irgendwie zusammengeschustert. Da war es gerade coronamäßig irgendwie möglich, da war gerade diese Flaute und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen irgendwie 3 Tage Wochenende ab in die Sächsische, waren wir beide noch nicht und mega Spaß gemacht. Cool. Ja. Also im Endeffekt hast du den klassischen Weg gewählt, ne? Also irgendwo als Assistent quasi bei einem Fotografen angefangen und dann daraus dich selbstständig gemacht und gesagt, geil, jetzt mache ich was das eigene Ding. Also da hat der klassische Weg dann irgendwann angefangen, aber du willst nicht wissen, was vorher alles los war. Ja eben, wir können ja mal vorher anfangen. Ich meine, war da vorher was, schon? Wie lange soll der Podcast gehen? Wir haben Zeit. Ja. Unser Kameramann Ukas da hinten, der guckt schon böse, weil er mich wieder nach Hause möchte. Der ist da hinten schon. Das ganz frech, Alter. Also, nein, aber mal im Ernst. Also ja, hast du vorher schon fotografiert oder hast du quasi bei Kevin angefangen? Also doch, nee. Also ich habe schon vorher fotografiert, ich habe schon viel gemacht. Ich war auch schon fit in Bildbearbeitung, also Photoshop und so weiter. Das mache ich jetzt seit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren oder irgendwie sowas. Habe das damals in meiner Schulzeit gelernt. Aber das war eine ganze wilde Geschichte. Also ich habe schon alle möglichen Arbeiten dieser Welt gemacht, vom Bauarbeiter bis zum Dachdecker, Landschaftsgärtner. Ich habe Böden verlegt, ich habe bei UPS Pakete verpackt. Ich habe also wirklich schon sehr, sehr viel getan. Habe irgendwann mal studieren angefangen, habe mich auf
Architektur beworben, habe die Aufnahmeprüfung bestanden, habe dann aber Bauingenieurwesen studiert. Warum, wie, wo, was, das führt alles viel zu weit. Habe das abgebrochen irgendwann, weil es mir zu blöd war. Habe dann mein restliches Studiengeld, damals hat Studieren noch was gekostet, genommen. Bin um die Welt gereist mit zwei meiner besten Freunde und habe da das Fotografieren für mich entdeckt. Wie alt das bist du jetzt? Das war so die Kurzfassung. Jetzt bin ich, oh Gott, das ist eine jetzt blöde, muss er überlegen. 34. Hast du aber schon das lange ist, überlegt jetzt. Ja, das ist so ein dummes Alter. Also ich habe tatsächlich zwischen, wie alt bist du? Ich bin 30, ich werde jetzt auch 31. 30, okay, das kann man sich noch merken, wenn man so, wenn es so an die Runden geht, weißt du, so 25, 30, das, aber ich hatte auch zwischen 25 und 30 dann irgendwann mal so ein 27, 28. Da will man es auch irgendwann verdrängen einfach dann, ne? Ja, das geht, geht jetzt auf die 40 zu. Also da gibt's das wird, ja, hör auf, Alter. Naja, wenn du überlebst, das geht falsch schnell. So, ja, das jetzt geht ist, auch schnell. Also, ich darf mal sagen, was jetzt ist, so, was jetzt April ist. Ja. Also ich weiß nicht, wann das ausgespielt wird irgendwie. Na, im Mai, Anfang Mai. Also ja, ja. Wir sind, also, wir hinken mal wieder ein bisschen her mit der Produktion, deswegen. Wie immer eigentlich. Nee, aber die Zeit vergeht halt ultra. Gerade haben wir Scherze drüber gemacht, bald stehen halt wieder die Nikoläuse im Regal. Ja, und das macht halt einfach batsch, batsch, batsch und dann zack, bist du alt. Man muss mal überlegen, wir haben seit 6 Monaten Lockdown. Ja, hör auf, Alter. Wir haben seit über einem Jahr die Kacke am Dach. Ja. Ja. Ich sitze seit 1,5 Jahren fast daheim am Schreibtisch. Ja, ja. Und mach eigentlich nicht das, was ich sonst so mache. Aber es ist so insgesamt, also um jetzt mal auf das Ursprungsthema nochmal zurückzukommen. Du bist jetzt 33. Das heißt, wie alt warst du, als du dich beim Calvin dann beworben hast? Also wo, da hast du da den Entschluss quasi gefasst, okay, du möchtest jetzt mit der Fotografie Geld verdienen und wolltest dir da einen Job suchen oder wie kam es dann? Ja, das war so, also ich habe nach dem ganzen Schul- und Arbeitsschlamassel habe ich irgendwann dann doch noch, als ich von der Weltreise wieder zurückgekommen bin und das ganze Geld verbrasst hatte, mich dann irgendwie zusammengerissen und gesagt, komm, du musst eine Ausbildung machen. Dann habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und habe da auch in Agenturen und so weiter gearbeitet und habe dann aber da natürlich schon parallel immer so diese YouTube-Welt verfolgt. Ne? Wen es da halt damals gab, Calvin, Pavel war schon da, Jaworski so teilweise, Schweighofer war noch ein bisschen dabei. Damals hat er ja noch mehr Photoshop gemacht, jetzt bastelt er ja mehr. Ey, weil, schaue ich aber auch gerne zu eigentlich. Ja, also, ja ich auch, weil letztens hat er Terminator oder irgendwas. Ja, letztens also, hat er auch sein Lego Star Wars da irgendwie zusammengebastelt mit irgendwie 20.000 Teilen. Ich dachte so, er muss ja nicht. Aber genau das, was er will. Also, ja, wo ja, er Bock drauf Fall. Hat, das machen. Ja. Den Schweighofer, den müssen wir auch mal einladen in den Podcast. Definitiv, ja. Wenn man mal wieder nach Österreich darf. Oder ja, ja, genau. Wäre interessant auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, glaube ich auch. Nee, aber die habe ich halt immer alle schon so ein bisschen nebenbei und habe während meiner Ausbildung zum Mediengestalter halt mir nebenbei, weil man muss ganz ehrlich sagen, da lernt man ja nicht so viel in so einer Ausbildung oder halt nicht das, was man eigentlich will. Ja. Und dann habe ich mir die Mittagspause halt immer hergenommen, habe jeden Tag eine Stunde halt YouTube-Tutorials geschaut und habe mir so wirklich halt das alles nebenbei selbst beigebracht, was Fotografie, Bildbearbeitung und so weiter angeht. Und habe natürlich auch immer so ein bisschen neidisch darüber gelinst, wenn ich, jetzt sind sie wieder da, jetzt sind sie in Schottland, jetzt machen sie da ein paar Bilder, jetzt fahren sie da rum. Wie man das halt draußen an den Kameras so macht, da schaut es ja auch, was vor den Kameras passiert, immer so ein bisschen geiler aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich war halt immer sehr neidisch und haben sie mal wieder einen Assistenten gebraucht, aber halt ja heute in Köln oder Ding. Und ich denke mir, Alter, ich sitze hier in Nürnberg und retuschiere gerade irgend so ein blödes Logo für einen Kunden, der mich nicht interessiert. Ey Mann, ich will halt auch. Aber ich kann heute nicht. Könnt ihr vielleicht verschieben und so? Ja. Das ging halt immer nicht. Und dann habe ich blöderweise den Job verloren und habe dann genau einen Tag später oder halt ein paar Tage, ich weiß nicht, wie viel dazwischen war, während ich früh arbeitslos daheim auf dem Sofa gesessen, mein Müsli gegessen habe, durch Facebook gescrollt und habe gesehen, ey, Calvin sucht einen neuen Assistenten. Und da dachte ich mir, okay, bewirbst dich halt mal. Geil. Und dann habe ich mich da durch, keine Ahnung, wie viele 100 Bewerber durchgekämpft und habe es irgendwie geschafft und dann war ich da dabei. Es gibt eine Story. Ich weiß nicht mehr, ob die Calvin die damals selber mal in irgendeinem YouTube-Video erzählt hat. Ich habe das noch so im Hinterkopf, dass es irgendwie mal so geheißen hat, dass Calvin nicht so ein normales Bewerbungsgespräch geführt hat, sondern irgendwie so ein bisschen ja auch so Fragen gestellt hat, so nach dem Motto, nimmst du Drogen und so weiter. Stimmt das oder bin ich da jetzt auf dem völlig falschen Weg? Also mich hat das nichts, aber Calvin hat eine ganz klare Linie, was irgendwie Drogengeschichten und so weiter angeht. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen hat er dich genommen. Klar, er braucht Leute, die sich auskennen. Ich glaube, das hat er mal in irgendeinem Video erzählt. Ich habe dabei und ein bisschen was zu probieren. Nee, sowas, also er hat schon immer so sein. Man hat ja auch damals alles immer in Videos, Vlogs und so weiter verpackt. Und hat halt auch immer einen kleinen Spaß daraus gemacht, dass er, keine Ahnung,
irgendwie mit einer Sojasauce war mal irgendwas und so weiter. Aber bei mir ist alles cool abgelaufen, war easy, wir haben uns gut unterhalten. Ich war 2-3 Mal bin ich da hochgefahren und ja, dann haben wir das zusammen probiert. Und dann haben wir quasi das zusammen halt aufgebaut, was er dann da so hatte. Und dann hat das irgendwann komplett halt an mich übergeben. Dann ist er so mehr in die Business-Schiene, wo er ja jetzt immer noch ist und halt anderen Leuten dabei hilft, businessmäßig irgendwie durchzustarten oder so ein Business an den Start zu bringen. Und die Fotografie und Bildbearbeitung, das habe dann halt ich übernommen. Das heißt, das war aber dann quasi nicht so die klassische Assistentenstelle, wie man sich das als Fotoassistent irgendwie vorstellt, sondern es war eher so Produktionsbetreuung auch, oder? Also nicht so, du gehst jetzt mal dahin, stellst das Licht so und dann komme ich. Doch, das war schon auch, aber doch, das ist... Okay. Das ist so eine Arbeitsphilosophie, die ich jetzt auch für mich halt übernommen habe, dass du nicht so straight, du machst jetzt nur das oder irgendwas. Mhm. Also ich habe natürlich, wenn er irgendwas fotografiert hat, war ich Assistent, habe aber nebenbei selbst Workshops gegeben und so. Also weil ich da jetzt schon irgendwie Workshopleiter war, hat es dann nicht geheißen, dass ich nicht noch ein Licht aufbauen kann oder so. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht zu wichtig nimmt oder zu hoch. Und das hat vor allem, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, finde ich. Ja, also, sowieso. Ja. Also, okay. Genau. Nee, und das hat alles super gut funktioniert. Und das heißt, du hast dann quasi das Fotobusiness von ihm so ein bisschen übernommen, hast es dann selbstständig geführt in dieser Firma weiter? Absolut, genau, und so kann man sagen. Und dann hast du irgendwann für dich selber entschieden, ja, eigentlich möchte ich das doch komplett selbstständig machen? Oder wie kam das dann? Dass das war eine Frage, also natürlich eine Frage der Zeit, wenn du irgendwo halt arbeitest und das sowieso schon eigentlich semi-selbstständig dort halt machst. Also wir hatten, klar hatten wir ein paar Mal die Woche halt irgendwie ein Meeting und gesagt, ey, wie läuft's bei dir? Was hast du gerade für Projekte? Was läuft so? Aber im Endeffekt, deswegen war der Start in die Selbstständigkeit relativ einfach, weil ich habe nichts anders machen müssen. Mhm. Ich habe einfach genauso weitergearbeitet, wie ich jetzt die ganze Zeit schon gearbeitet habe. Mega praktisch, mega gut. Aber von dem her war es natürlich auch klar, dass irgendwann das eine Selbstständigkeit sein muss. Also weil irgendwann geht's halt in manchen Leveln, sagen wir mal, nicht mehr weiter oder man will sich weiterentwickeln, man will andere Sachen machen. Er wollte halt mehr ins Thema Business und noch mehr in die Geschäfte. Mhm. War ich nie ein Freund davon. Und so hat sich das halt dann so verlaufen. Genau. Und dann kam er halt auf mich auch zu und hat gesagt, ey, hast du nicht Bock, selbstständig zu machen? Mhm. Also es war auch seine Initiative so. Klar hat es jeder im Hinterkopf gehabt oder jeder hatte den Plan so, aber genau. Und dann hat er so ins Rollen gebracht, irgendwann so nach 3,5 Jahren, 4 Jahren irgendwie. Und dann haben wir gesagt, na klar, komm, mach mal. Und für dich war es dann auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wieder nach Nürnberg zu können, oder? War das so? Absolut nicht. Also ich bin ja sehr, sehr gerne hier. Ja. Ich liebe es hier, bin gleich wieder zurückgezogen dann auch. Ich konnte glücklicherweise meine Freundin mit überzeugen mitnehmen. Oder mitnehmen. Die hast du da kennengelernt und dann... Genau, also wir haben eine Zeit lang in Mannheim zusammen gewohnt und es ist ein bisschen schwierig, weil sie ist auch sehr heimatverbunden und sehr heimatverliebt und strugglen so ein bisschen halt, wohin. Ja, aber ich konnte jetzt erstmal die Lanze für Nürnberg brechen und sagen, ey, schon geil da. Wer weiß, vielleicht wohnen wir irgendwann wo ganz woanders. So, aber ich bin schon happy, wieder da zu sein. Aber stellst du fest, also ich würde jetzt aus eigener Erfahrung, würde ich mal fast sagen, gibt es eigentlich bessere Standorte als Nürnberg für so eine Art Business, wie du es hast? Voll. Oder? Also hundertprozentig. Okay. Wenn ich in, keine Ahnung, Köln, Berlin irgendwie was, glaube ich schon, dass da alleine mit Leuten connecten und Zeugs. Aber man glaubt nicht, wie viele auch hier in der Region halt irgendwie ansässig sind an Fotografen, Künstler und sowas, die man manchmal auch gar nicht auf dem Schirm hat. Also oft bin ich irgendwie auf Instagram am connecten und sehe, hey, auch aus Nürnberg und geil. Die Quelle ist halt krass. Also ist super, diese riesen Fotografie-Szene in Nürnberg kommt, glaube ich, alles von der Quelle, weil die früher alle für Quelle fotografiert haben. Und jetzt gibt es das halt nicht mehr, aber es sind trotzdem immer noch sehr, sehr viele Fotografen. Aber das sind dann wahrscheinlich schon alteingesessen oder ältere. Ja, so. Also wenn ich jetzt von den jungen Leuten, die haben jetzt mit der Quelle nichts mehr zu schaffen. Aber es gibt überall eigentlich, egal wo du jetzt gerade in Deutschland bist, kannst du dir sicher sein, in deinem Umkreis gibt es ein paar Leute, die Bock auf Fotografieren haben und so weiter. Das Verknüpfen ist halt das Wichtige. So wie wir es in der Umgang gemacht haben, dass man einfach gesagt hat, wir machen es jetzt einfach mal. Wir rufen uns mal an und quatschen und schauen, kommt man klar. Das muss ja auch nicht immer sein, dass man auf der gleichen Welle ist. Nee, auf jeden Fall. Aber es hat halt sofort gepasst. Und ja, aber es ist wirklich so. Ne? Wir haben ja beide schon mega lange unseren YouTube-Kanal irgendwie und haben auch festgestellt, wir gucken irgendwie so gegenseitig beide mal so die Videos. Klar. Und schauen wir, was läuft besonders gut. Das mache ich dann halt nach. Ja. Was hat die meisten Klicks? Ja, komm, lass auch mal sowas machen. Wo hast du denn dein spirituelles Dingsbums-Video-Idee her übrigens? Ich habe das vorhin geschaut. Ja, das müssen wir jetzt mal ganz kurz einblenden. Zuallererst möchte ich dich willkommen heißen, mich bei dir bedanken, dass du mich auf dieser Reise begleitest und dich auch beglückwünschen, dass du diesen Schritt getan hast, um mehr
vom Außen ins Innen zu kommen. Ja, das war wirklich sehr gut. Da, also, man muss da, das Datum erst, auch. Ja, es war, genau, es war der 1. April. Ah, aber, deswegen, okay. Ah, das hast aber, du gar nicht gecheckt. Nein, ich hab's nicht gecheckt. Das war das erste Video, was ich angeklickt habe. Und meine Freundin saß im Hintergrund und hat gesagt, du wirst ihn hassen. Und du hast bis jetzt gerade gedacht, das hat er ernst gemeint. Nein, ich habe dann schon kapiert, dass es okay, nicht ernst also, das wäre jetzt cool so, gewesen. Ich habe also. Die ersten Momente, ich habe den Titel gelesen. Ich hätte mich auf die nächsten Fragen gefreut, so was kommt da noch? Ich habe den Titel gelesen und dachte schon, Moment, was stimmt doch hier nicht? Und dann zündest du da das Räucherstäbchen an und sitzt ja, vor also. Allem, der Rauch ist ja auch, also nicht direkt in deine Nase, aber es sah so aus, als würdest du direkt in deine was? Nase die ganze Zeit so raus, reinziehen. Das war die Hölle. Oh, man sieht im Video echt nicht so gut, aber der kam halt, ich habe es angezündet, er mich hinguckt. Und straight ins Auge, in die Nase. Und dann hast du, wenn halt zwei Scheinwerfer auf dich sind, weißt du ja, wenn da ein bisschen Nebel, das siehst du, und ich habe die Kamera nicht mehr gesehen, die Augen haben gebrannt. Ich dachte, geil, was hast du da angefangen? Aber ja, war 1. Ja. April und mein Gott, jeder kennt ja. Wahrscheinlich, ne, dieses Ganze, du kannst hier mit einem Fingerschnippen reich werden und du musst halt das richtige Mindset, ich kann es halt echt langsam nicht mehr hören. Und achtsam. Blub, ne? Du musst das, wenn du genug Geld beim Universum bestellst, wenn du dich gut stellst irgendwie. Ich glaube sogar witzigerweise war vor diesem Video genau auch eine Werbung mit so einem Typen, der wieder da. Ja, ja, aber die sind auch immer bei dir auf dem Kanal. Ja, ja, irgendwie voll. Geldbündel das ist, wedeln. Genau, oder die geilste haben. Werbung ist im Moment, ja, ich bin hier gerade in der Waschanlage und normalerweise werde ich auf meine S-Klasse eigentlich nicht angesprochen, sondern eher nur, wenn ich mit dem Lamborghini unterwegs bin. Ja, das kannst du ja nicht ausdenken. Also. Ne, vor allem, ich lass jeden Science machen, was er Bock hat. Und wenn Leute hier an Sterne und Dinge und so weiter, hey, ich bin der Letzte, der irgendwas dagegen sagt, sollen sie machen, sollen sie glauben. Aber ich finde es ein großes Problem, wenn ich damit halt versuche, anderen Leichtgläubigen irgendwie so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Man, klar, man kann auch wieder sagen, ne, die sind doch selber schuld, sind mündige Leute und so weiter, aber ja, manche sind halt fragwürdig. Eben doch empfänglicher und sind halt doch glaubwürdiger und ich finde es schwierig. Also das ist dieses anderen Leuten was versprechen, was sie nicht halten können. So, nichts Handfestes halt. Also es war eine versteckte Gesellschaftskritik in diesem Video. Ja, eine Kollegen- oder halt Dienstkritik. Gab es denn darauf Reaktionen? Ja, die Leute haben es schon lustig gefunden. Und gut. Also von den Leuten, die ich da mit vermutlich mit einfließen habe lassen, kam jetzt nichts. Aber die wissen wahrscheinlich alle, wer gemeint ist und wie wo was. Also. Der Schluss hat mir am besten gefallen. Bis zum Ende schauen. Immer genau, Leute, bis zum Ende schauen. Wir verlinken das nochmal unten drunter. Also, stimmt, der Schluss ist der geilste. Ja. Da habe ich auch so gedacht, ne, hat er jetzt nicht gemacht. Ja, das ist hier Lockdown. Lockdown macht die Leute verrückt. Ja. Okay, aber wenn du den Leuten quasi nicht gerade irgendwelche so einen Kram verkaufst quasi, was ist eigentlich so, wie würdest du dich selber einordnen? Ich habe, also wenn man jetzt dein Instagram-Profil sieht und deinen YouTube-Kanal, würde ich mich schwer tun, dich in irgendeine Schublade zu stecken tatsächlich. Also das kommt davon, welchen Instagram-Kanal du dir anschaust. Du hast einen privaten und du hast einen Travel. Nein. Ich habe 4, 5 oder was. Aber ach, ich du hast mehr? Ja, noch mehr? Also ich habe Chris Goes Traveling, wo ich nur meine fertigen Arbeiten poste. Den habe ich halt irgendwann mal gegründet, weil ich gesagt habe, hey, ich habe so viel Zeugs von überall auf der ganzen Welt und ich möchte meine Bilder irgendwo präsentieren, so galeriemäßig. Dafür ist Chris Goes Traveling. Okay. Da kommt es alles online. Da geht es jetzt nicht um mich als Person, da geht es nicht um Behind the Scenes, da geht es nicht darum, wie ich die Bilder retuschiert, bearbeitet habe und so weiter, sondern wirklich nur Portfolio. Hier sind schöne Bilder und ich freue mich, wenn sie anderen gefallen. So. Und dann gibt es halt noch den Christoph-Account, wo es dann um mich geht, um meine Arbeit, wo ich anderen helfe, solche Bilder zu machen, wo ich ihnen zeige, hey, wie funktioniert es mit Lightroom, Photoshop und was musst du an der Kamera einstellen, dass es relativ einfach ohne großen Aufwand und ohne viel Technikgedöns und so weiter. Also ich bin ein Freund von sehr einfacher Arbeit. Trotzdem zu geilen Ergebnissen kommst. Und das ist der Account. Und da zeige ich halt alles drumherum, darum. Natürlich behind the scenes und viel Persönliches. Aber das habe ich so ein bisschen getrennt halt. Okay. Und so die Einordnung, bist du dann würdest du es tatsächlich so splitten, dass du auf dem einen Kanal so Travel-Blogger schon fast, geht so ein bisschen in die Richtung, so vom Bildstil auch, oder? Ja, Bildstil, da können wir gern später dann nochmal einsteigen, aber das ist eine ganz schwierige Sache. Ich finde nicht, dass ich einen eigenen Bildstil habe, überhaupt nicht. Ich mache einfach, wo gerade mir die Nase steht, worauf ich Bock habe. Worauf du Bock hast. Fotografiere mal das. Ich fotografiere einfach gern. Ja. Also ich bin gerne Fotograf, fotografiere, was mir gerade Spaß macht, was mir vor die Linse kommt, wenn es mich gerade inspiriert und wenn ich Bock drauf habe, mache ich das und das zeige ich da auch. Ich weiß auch, dass es vermutlich irgendwie anders oder besser laufen könnte, wenn ich mich spezifizieren würde, ne? So ist es ja immer.
Aber so im Endeffekt, da das ja bloß wirklich bloß der zweite Kanal ist, ich mache einfach, was ich... Das heißt, du willst so hier auch in gar keine Schublade stellen? Also du willst dich überhaupt jetzt nicht zu Landscapern, zu Cityscapern? Gar oder nicht. Also ich mache, ich lieb's, Landschaften zu fotografieren. Ich habe auch richtig Bock, oder mir macht es richtig Bock, so mit Filtern und sowas, weil du dich da halt nochmal einfach länger mit so einem Bild beschäftigst, weil du einfach nochmal das intensiver irgendwie magst. Mhm. Ich lieb's aber auch, durch die Stadt ein bisschen zu knipsen. Ich lieb's auch, Personen zu fotografieren teilweise und die schön in Szene zu setzen, später zu retuschieren und das gibt einfach so, oder Tiere, mega geil, wie cool ist es, Tiere zu fotografieren. Und wenn ich mich jetzt irgendwo einschränken müsste, dann hätte ich, mir soll es ja Spaß machen, oder ich mache das ja, weil es geil ist, weil es mir Spaß macht. Ja. Und ich schränke mich da nicht ein, okay, bloß weil es vielleicht irgendwo mehr Reichweite oder mehr Likes oder mehr irgendwas bringen könnte. Cool. Das, ich habe einfach Bock zu fotografieren. Schön. Und das vermittelst du ja dann wahrscheinlich auch in deinen Kopf. Ich hoffe, ja. Okay. Also. Sehr gut. Womit verdienst du denn im Moment eigentlich dein Geld? Bist du als Fotograf, als klassischer Fotograf tätig oder bist du eher als Fototrainer tätig? Fototrainer, das ist schon die Haupteinnahmetätigkeit. Also Haupteinnahme ist Coach. Ich habe natürlich andere Einkünfte, wenn ich ab und zu fotografiere ich meine Hochzeit oder irgendwas, weil ich halt Bock drauf habe. Aber und das ist eine ganz, ganz geile Mischung, eine sehr luxuriöse Mischung, muss man auch sagen. Also ich bin nicht so auf einem Standbein aktiv, wo ich sage, ich bin jetzt nur Coach und bringe jetzt nur Photoshop oder nur Lightroom den Leuten bei, sondern ich mache ganz viele Sachen. Und das ist für mich einerseits ganz wichtig, weil ich halt dadurch den Spaß nicht verliere. Also ich bin jemand, ich brauche relativ viel Abwechslung. Ich mag es nicht, so jeden Tag das Gleiche zu tun. Also ich finde es mega geil, mal einen Workshop-Tag zu haben, dann am nächsten Tag da ein Bilder zu bearbeiten, am nächsten Tag habe ich irgendwo ein Shooting, dann startet vielleicht irgendwohin eine Fotoreise und irgendwann fängt es dann wieder an, dass ich irgendwo Tutorials aufnehme oder so. Also es ist viel Abwechslung drinnen. Das ist mir halt ganz wichtig. Und das ist, habe ich jetzt gemerkt, gerade in der Corona-Zeit halt auch wichtig, mehrere Standbeine zu haben. Ja, weil so habe ich zum Beispiel halt die Fotojobs, wo ich mal, keine Ahnung, für eine Content Creation, für ein Fitnessstudio mache oder jetzt gerade haben mehrere Hotels angefragt, dass ich für die halt Sachen produziere. Dann habe ich die Schulungsgeschichten. Vorgestern hatte ich einen riesen Workshop für eine große Kette online zum Thema Social Media, Instagram und so weiter, Content Creation. Dann mache ich die Tutorials, dann habe ich Workshops in Bildbearbeitung, Videokurse und so baut sich dieses ganze Einkommen halt zusammen. Super, ist ein Arsch, sorry, ist viel Arbeit, sagen wir mal so. Ja. Aber es macht Spaß, belebt das Ganze und ist halt natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen krisensicher, aber du bist halt breiter aufgestellt und das macht es ein bisschen einfacher, da hin und her zu switchen. Wenn ein Bereich wegfällt, kannst du immer auf den anderen voll. Fühl ich komplett. Ja. Ist wirklich bei mir genau dasselbe. Nee, ist aber wirklich so. Also das geht mir komplett ähnlich. Also das hat mir tatsächlich auch die Corona-Zeit, gerade so letztes Jahr, zu der Jahreszeit, hat es mir echt auch viel gerettet. Ja, voll. Also das wurde alles abgesagt. Das Standbein, Fotoreisen und so weiter ist halt komplett weggefallen. Das ist weg, Fotoreisen, und Vorträge. Im Februar war ich noch in Vietnam. Ja. Dann bin ich genau heimgekommen, wie Lockdown losging. Und dann hat eine Woche lang nur das Telefon gestellt und alles wurde ab. Also wirklich alles. Alle möglichen Seminare, Vorträge. Es war eine Tour geplant. Es war einfach alles. Ich war Anfang März dann da und hatte halt keine Arbeit mehr für das ganze Jahr und dachte mir, okay. Scheiße. Cool. Und im gleichen Moment kam dann erst noch Finanzamt, hat schön reingeballert, Versicherung hat nachverlangt und so weiter. Und erst mal Schotter abgeben, dachte ich mir, geil, läuft richtig. Das sind so also selbstständig, schön und gut, aber da manchmal kurz Krise. Kurz denkst du so, okay. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du kurz davor in Vietnam warst, dann generell mal die Frage, du bist ja sehr viel unterwegs, du bist ja sehr viel im Ausland. Mhm. Sind das selbstfinanzierte Reisen, wo du dann probierst, dann im Nachhinein irgendwas zu verkaufen davon? Oder ist das, sind das Aufträge? Wirst du von irgendwelchen Firmen gebucht? Wie kann man sich das vorstellen? Teils, teils. Also das wechselt. Natürlich mache ich Urlaube, die ich dann aber halt auch zum Fotografieren nutze, ganz klar. Und dann im Nachhinein daraus wiederum Bilder und Videos hernehmen kann, die ich für Tutorials hernehme, die ich für Workshops und so weiter. Also das ist natürlich mega gut. Ich habe aber auch ganz viele, wo ich von irgendjemand irgendwo hingeschickt werde. Also ich war vorletztes Jahr zum Beispiel für Nikon und Secret Escapes in Südafrika für 2 Wochen, habe für die Content produziert. Oder vorher in Lappland oben für den finnischen Tourismus. Oder also da kommen schon immer so Sachen,
wo man dann für oder von irgendjemandem irgendwo hingeschickt wird, um dort Sachen zu machen und zu produzieren. Läuft sowas über Akquise tatsächlich? Oder kommen die einfach über deine Social-Media-Kanäle auf dich? Teils, teils. Also okay. Viel über oder was heißt viel? Nee, das ist wirklich, kann man nicht so sagen. Ne? Also ich werde angefragt, ich frage an, okay, ja, je nachdem. Wenn ich jetzt irgendein Projekt habe, wo ich sage, na, das wäre mal eine ganz coole Sache zum Beispiel, dann spreche ich mit meinem Partner Nikon oder ich habe irgendwas anderes, spreche einen anderen Partner an. Oder ja, dann kommt es halt, dass jemand auf mich zukommt und sagt so, ey, wir haben gesehen, du machst das und das, könntest dir das und das vorstellen. Mhm. Kommt auch vor. Also das ist sehr gut für mich, weil ich auch nicht der größte Akquise-Typ bin. Also ich weiß schon, wie das funktioniert und wie man es macht. Ich habe das alles gelernt irgendwann mal. Aber ich mag das nicht, sich selber so anpreisen und so, sich so vermarkten und das... Ja, ja. Man muss es natürlich machen und gerade als Selbstständiger, ey, mit jedem Mal, wo man sich selber halt anpreist, verdienst du ja quasi Geld, blöd gesagt. Oder hast die Chance zumindest. Oder die Chance, genau. Aber es fehlt mir so schwer. Also ich mache das so ungern. Aber wenn es auch ohne läuft, also fast ohne zumindest, ist es ja super. Natürlich, es ist halt blöd zu planen. Ne? Also da so offen und ehrlich muss man auch sein. Ich habe halt keine Ahnung, was ich die nächsten 5 Monate so verdienen werde. So grob, ja, ich habe ein paar feste Sachen, ich habe ein paar Sachen, die laufen, aber so, es kann sein, dass ein paar große Jobs reinkommen, es kann sein, dass gar nichts kommt. Also du musst halt schon immer relativ viel planen, weglegen und so weiter. War zum Beispiel jetzt natürlich auch nach den Corona-Absagen ein großes Thema, dass ich relativ sehr sparsam lebe und mir sehr viel auf die Seite gepackt habe die Jahre davor, so dass ich dann eben auch Finanzamt und die ganzen Leute halt zahlen konnte und nicht irgendwie auf der Straße stand. Weil dann da schaust du natürlich erstmal, wenn nichts geplant ist. Und das wäre natürlich geiler, wenn ich wüsste, hey, ich hätte so Festes. Ja. Und andererseits verlierst du durch sowas natürlich auch ein bisschen die Flexibilität, die ja das Selbstständigsein irgendwie ausmacht. Ne? Und das liebe ich ja auch. Jetzt haben wir jetzt eine Fliege im Gesicht, Alter. Stink ich? Also wann war ich doch heute duschen? Ich dachte jetzt nicht, dass ich so geschwitzt habe, wie mit dem Berg da hoch sind. Ja, aber so, also das ist, kommt mir ganz zugute, dass ich natürlich auch Anfragen bekomme. Das ist eine schöne Sache. Und es ist ja wahrscheinlich gerade auch so, wenn du sagst, du warst für, was hast du vorhin gesagt, du warst für irgendein Tourismus-Ding? Für den finnischen Tourismus war das. Finnland, ne? Dann kommst du ja wahrscheinlich auch zugute, dass dein Kanal jetzt zum Beispiel auf YouTube ja nicht so rein nur auf Foto bezogen ist, sondern es ist, geht ja schon auch ein bisschen so Vlog-Richtung. Mhm. Ja, voll. Also ich habe immer wieder natürlich, wenn ich unterwegs bin, versuche ich das videomäßig irgendwie mit festzuhalten, vlogmäßig jetzt nicht so wunderschön, wie es hier im Podcast ist, mit tollen Einspielern und hier mit einer geilen hier Steadicam und Dingens, was da alles dabei ist, sondern das ist meistens Handheld halt, quick and dirty, aber halt live mitgenommen, dass die Leute halt direkt dabei sind. Und das holt die Leute ja auch oft ab. Ja, das macht mir Spaß, macht den Leuten Spaß. Und ich habe es ein bisschen fortgeführt dann in Form von Wochenvideos, habe ich die genannt, wo ich das gleiche halt einfach daheim fortführe. So, weil halt viele natürlich, gerade dadurch, dass ich so viel verschiedenes Zeug mache, immer wieder die, ey, wäre halt interessant, das mal alles zu wissen und so. Und dann nehme ich die Leute halt ein bisschen mit ins Privatleben, hinter die Kulissen und zeige halt so, was jeden Tag irgendwie passiert. Was abgeht, ja. Habe ich jetzt aufgrund von Corona natürlich auch mal wieder pausiert, weil ich sage, ey, wenn ich jeden Tag am Schreiben, das ist halt so langweilig. Passiert halt nichts. Jetzt gibt es halt anstatt einmal die Woche Wochenvideo, gibt es halt ein zusätzliches Tutorial. Also vielleicht auch ein Vorteil für die Leute da draußen auf YouTube. Jetzt gibt es halt zweimal die Woche Tutorial statt nur einmal oder zweimal Fotothema statt einmal. Ja, aber so, ich versuche da schon immer mitzunehmen. Und das ist natürlich geil für so Reiseunternehmen am Tourismuszentralen und so weiter. Dass die halt sagen, ey, schau mal, da können wir auch mehr Content quasi rausholen. Jetzt nicht nur rein Bilder oder rein Videos, sondern wir können vielleicht auch irgendwie eine Story dahinter oder einen Blogbeitrag oder irgendwas. Also das heißt, das heißt, du hast es auf deinen Kanälen promoted zum Teil, aber hast du quasi auch so auftragsmäßig für die fotografiert? Ja, also sprich, die Bilder benutzen sie jetzt in irgendwie... Genau, auf ihren Webseiten. Prospekten, habe einen Trailer für die geschnitten, der dann halt auf, wenn die auf irgendwelchen Messen waren und so weiter, bei denen gelaufen ist und so weiter, bei denen ihr Aushängeschild für ein Rebranding von der Seite und so weiter. Okay, und dafür haben die halt neuen Content gebraucht und haben das dann halt clever verknüpft und sie gesagt, sie holen da jemanden, der halt drüber ein bisschen berichtet. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ey, das kam nicht über mich. Okay. Das ist schon ein bisschen her, das kam über einen Kollegen, der noch wesentlich größer ist. Der hat es an Land gezogen, aber hat halt mich dann mit an Bord geholt und die haben gesagt, ja, cool, den können wir natürlich brauchen, wenn der das alles abdeckt und so weiter. Ja. Also da, genau, immer gut auch
Kollegen zusammen verknüpft zu sein und so weiter. Also es wächst nicht immer alles auf meinen Mist. Okay. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ja, das, ja natürlich. Während aber es ist ja auch immer... die Lorbeeren selber aufsetzen, ja, musste halt so, so fair sein. Man, jeder hat irgendwie, kann Hilfe brauchen. Ja, und immer so. Ja. Was. Aber es ist ja bestimmt auch von Vorteil, wenn du jetzt so sagst, du, zum Beispiel ein Partner von dir ist Nikon. Mhm. Ist ja schon auch eine Hausnummer. Ist eine absolute, eine große Hausnummer. Ja, ne? Mega glücklich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass über so eine Verbindung dann natürlich auch vielleicht das ein oder andere dann wieder zusätzlich dann irgendwie kommt. Ne? Also öffnet sich dann die eine Tür vielleicht wieder irgendwo. Voll. So, weil man hört. Zum Beispiel Südafrika halt mit Secret Escapes. Ja, also Nikon hat Verbindungen zu Secret Escapes und die haben mich dann quasi zusammen engagiert für den südafrikanischen Tourismus und für Secret Escapes dort Content zu generieren. Das war zum Beispiel was, das musste ich nicht. Also da ging es nicht darum, dass ich selber da, ich bin jetzt hier, hallo, okay, hallo, hier Giraffe, hier Elefant, wow. Das habe ich natürlich für mich gemacht, weil es geil ist. Ja. Aber die wollten einfach nur Content. Da habe ich vorher eine Liste bekommen, wir brauchen die Shots, das. Ach, krass, okay. War genau vorgeliefert und die haben einen fähigen Fotografen gesucht, der das liefern konnte. Und, ja. Ist da noch eine Agentur dann, wenn ich so indiskret fragen darf, ist da eine Agentur vorgeschaltet oder läuft das über den Oft Kunden direkt? Oft, da war es aber Kunde, oder weiß ich gar nicht, da war es Kunde direkt, glaube ich. Okay. Das, da hatte ich direkt Kontakt zu, nee, das war direkt zu Secret Escapes dann. Ich hatte in Südafrika dann noch einen Ansprechpartner, aber die waren auch Secret Escapes. Ist ja meistens tatsächlich auch angenehmer zu arbeiten, ne? Wenn nicht noch eine Agentur zwischengeschaltet ist. Also, am liebsten ist mir die Arbeit natürlich, wenn zu mir einer kommt, mach mal. Ja, so, genau, dann, ne? Na, das, ja, ja. Und es sind auch oft halt, ja, wirklich halt auch Firmen, die das machen. Und das finde ich dann immer sehr, sehr geil, wenn die einem halt so weit vertrauen und sagen, ey, wir wissen, was du da online produzierst, wir kennen dich, wir folgen dir. Mach einfach, das funktioniert schon. Ja. So, ich habe jetzt nicht oft irgendwelche Werbekooperationen und so weiter, weil ich halt immer sage, ich mache das nur für Sachen, die ich auch vertreten kann, wo ich halt sage, das nutze ich vielleicht auch oder das finde ich cool. Ja. Und ich habe es mir mal vorher angeschaut und ich mache jetzt den Karton auf und sage, ey, das ist cool, kauf das. Ja. So, und das wissen die halt und dann funktioniert das. Ja, cool. Das ist cool. Sehr, sehr schön. Wie kommt man denn daran, wenn ich jetzt mal so indiskret fragen darf? Wenn du indiskret fragst, dann kann ich auch indiskret fragen. Bitte. Wie kommt man denn an eine Partnerschaft mit Nikon zum Beispiel ran? Also das ist ja nun Kontakte wirklich... und Glück. Ja. Und Fleiß. Na, ja, also ich. Naja, jetzt aber mal im Ernst, da schreibt man doch nicht einfach eine E-Mail hin und fragt, können wir eine Partnerschaft eingehen? Da muss ja schon irgendwie eine kleine Story dahinter stecken. Mhm. Ist über einen Kollegen entstanden, der quasi mein Bewerbungsschreiben dort relativ weit oben platzieren konnte. Okay, also so. Vitamin B. Voll. Also ja, man kennt halt jemanden, der kennt wieder jemanden und so weiter. Ja. Ich war, wie ich von Calvin weg bin, kameralos. Wir waren dort Canon gesponsert und habe dann auch mit denen weiter verhandelt und so weiter. Hab auch mit anderen Kameraherstellern dann verhandelt gehabt, wir hatten Gespräche und Nikon war nie so wirklich auf dem Schirm, weil ich nie einen Bezugspunkt. Also ich habe zwar früher schon, bevor ich bei Calvin war, mit einer Nikon fotografiert gehabt, aber das war irgendwie so, da ich halt andere Sachen genutzt habe und die jetzt nicht mehr, war das nie so. Und dann hat mein Kollege, der Patrick, Monas, danke, ja, auf Instagram, könnt ihr gerne mal schauen, toller Typ, hat mich dann quasi, weil er schon Nikon-Fotograf war, hat gesagt, ey, ich kann doch mal einfach die da fragen, den Kontakt, den ich habe, ob die nicht Interesse haben. Ich so, ey, werden die wahrscheinlich nicht haben, ne? Ich habe jetzt 5 Jahre lang eine Canon in die Kamera gehalten. Und dann war es aber halt der lustige Zufall so, dass mich die Chefin dort, die für das Ganze, also die Marketing-Chefin, kannte mich halt und hat gesagt, ey, ich hab Tutorials von dir daheim, ich habe deine Videotrainings gekauft, wie geil wäre das? Witzig. Und dann ist halt da der Kontakt entstanden und dann waren die halt mega cool und hat alles menschlich super gut gepasst und so und seitdem auch mega Kontakt, es läuft alles genauso, wie man sich vorstellt und mega geil. Also und klar, das war so voll viel Glück, ich sag immer, es ist viel Glück halt, alles ist, das, natürlich. Aber es ist so eine Mischung, würde ich sagen, halt aus Glück, Timing und dann aber halt auch so Sachen ergreifen. Da gibt es so ein amerikanisches Sprichwort, was auch Kollege Ripke immer sagt. Wenn Preparation meets Coincidence, nee, also wenn der Zufall auf Vorbereitung trifft und richtiges Timing irgendwie, das sind halt so Zusammenspiele. Also klar ist Glück dabei, aber trotzdem halt auch... Man kann sich Glück ja auch ein bisschen erarbeiten, ne? Also. Genau, das ist wahrscheinlich der schöne, das hast du schön zusammengefasst, was ich hier eine Stunde lang versucht habe, vor mich hinzukommen. Ja, man kann sich's auch erarbeiten. Ja. Ja,
Ihr macht das Podcast immer schon ein bisschen länger wie ich. Nee, aber im Endeffekt muss es ja auch, also das ist, spricht ja auch für dich, es muss ja auch menschlich passen. Also wenn du jetzt, wenn du ein riesen Arsch wärst oder nicht bei Leuten ankommen würdest, dann würde solche Kooperationen auch ja nicht zustande kommen. Insofern hat das ja auch was mit dir zu tun. Es ist jetzt nicht nur Glück und Connections, sondern ist mir auch immer die Connections mega wichtig. Fruchten ja, weil du ein cooler Typ bist. So. Ja, danke dafür. Also, aber und ich finde es auch immer mega wichtig, dass du halt mit den Leuten oder mit den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, auch kannst, dass das halt irgendwie menschlich cool ist, dass das, ich habe keinen Bock für Arschlöcher zu arbeiten. Also ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht manchmal viel Geld ist oder irgendwas, oder es gibt bestimmte Firmen, für die arbeite ich nicht, und es gibt bestimmte Leute, für die würde ich nie arbeiten, egal was da kommen würde. Da könnten wir jetzt die Zuschauerfrage reinwerfen. Welche? Ob du für Greuther Fürth fotografieren würdest. Oh ja, ja, stimmt. Sekunde, das muss ich nochmal, die weil muss das passt ja jetzt gerade zitieren. Die muss ich zitieren, weil das ist... Okay, zitier mal. Okay, der liebe, werte Herr Kilian Schönberger. Oh, man kennt ihn. Man kennt ihn. Guter Mann, guter Mann. Der fragt, könntest du dir vorstellen, für die Spielvereinigung Greuther Fürth Fotos zu machen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er drauf kommt, aber... Naja, es gibt so ein Ding zwischen Nürnberg und Fürth. Genau. Also, ach, das Ding. Die wohnen da hinten irgendwo und ist von Nürnberg ist so ein bisschen Hater. So ein bisschen gerade, Derby-Time. Genau. Gerade was die Fußballgeschichte an. Also ich bin sehr tief im Nürnberger Fußball auch verankert, war da lange Zeit aktiv, jetzt nicht mehr, aber ich habe dann natürlich noch gute Kontakte und gute Wurzeln, und allein deswegen könnte ich da schon niemals irgendwie was tun. Auch nicht, wenn du 25.000 Euro geboten bekommst für einen Tag Shooting? Ich muss immer ganz ehrlich sagen, Fürth ist mir nicht so, ich habe gegen die halt echt noch nie was gehabt. So, das ist, ich mag Fürth, Fürth ist eine schöne Stadt, da werden mich jetzt wahrscheinlich auch viele lünden. es ist eine schöne Vorstadt zu Nürnberg. Ja, jetzt töten dich die Vierter, weil Vorstadt zu Nürnberg. Ja, sorry, aber ey. Jetzt hast du es hier im Endeffekt mit allen verschissen gerade. Jetzt beantworte aber noch die Frage, würdest du es tun Nürnberg, oder würdest du es nicht tun? Hier ist Nürnberg tätowiert, auf gar keinen Fall. Also, egal, was ich, aber bei Fürth bin ich nicht so empfindlich. Also, wenn das Ganze gegen FC Bayern München switchen, dann kannst du mir Millionen bieten, würde ich nicht machen. Aber wenn dir, also jetzt mal im Ernst, wenn dir jemand 25.000 Euro für einen Shooting-Tag bieten würde, würdest du absagen? Der hat Prinzipien. FC Bayern definitiv und Fürth auch. Einfach bloß, um keinen meiner Freunde, Kontakte und so weiter auf den Schlips zu treten. Auch wenn es ich selber nicht so schlimm fände für Fürth, weil ich mit denen, wie gesagt, die, das ist auch wieder blöd, entschuldigt bitte, aber die sind mir halt so egal. So. Ja, das ist, ey, Nürnberg-Fürth, Alter, das ist wie, keine Ahnung, wenn hier... Red ruhig weiter. Wir haben super Sachen fürs Intro. Ich grab hier mal die Grube noch ein bisschen tiefer. Aber hey, das weiß jeder. Alter, Nürnberg, Fürth, die mögen sich halt nicht besonders. Und aber woher kommt denn das eigentlich? Halt, weil es halt eine direkte Stadtgrenze gibt. Weil es da immer schon Konfrontationen und so weiter gab. Und dann halt noch mit zwei Fußballvereinen, die lange Zeit dann irgendwie auch gleich auf waren, gleich gut. Jetzt ist Fürth viel besser, ne? Nee, aber die waren ja teilweise, also man, das hat Deutschland ja vor leider schon viele Jahre her, aber dominiert im Fußball. Also da war ja hier der fränkische Raum, da hat ja die Nationalmannschaft nur aus Nürnbergern und Fördern bestanden. Und da hat das dann natürlich diese Rivalität noch ein bisschen angeheizt. So. Aber wie gesagt, für mich war es nie so dieser große Punkt. Für mich war immer eher die Konkurrenz da unten in München. Und da ist nochmal eine größere. Aber ich merke gerade, also Lokalpatriotismus wird hier immer größer. Weißt du, vorhin schon mit Franken und Bayern, jetzt kommt's hier mit Nürnberg und Fürth. Also ihr habt da sehr krasse Prinzipien. Wir haben hier, muss man schon sagen. Ja, ihr habt eure Probleme hier. Ja. Stelle ich auch gerade fest. Ich halte mich da raus, mir ist alles wurscht. Wir können ja gerne mal kommentieren, welches Team ihr seid. Wenn wir schon über Nürnberg sprechen, hier kommt noch eine Zuschauerfrage. Mhm. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Gibt's ein Lieblingsrestaurant hier in Nürnberg? Oh, schwierig. Jetzt können wir hier mal für die Leute, die mal nach Nürnberg kommen, wenn Corona vorbei ist, da müsst ihr hingehen. Also gerade würde ich sagen, Kaspar Schmauser Hauptmarkt. Die haben neu aufgemacht, sind coole Leute, haben ein cooles Konzept, machen hauptsächlich fast vegane Küche. Ja, also ich glaube, ein Bruchteil ist noch vegetarisch. Alles frisch, super schnell zubereitet und so weiter. Für mich natürlich mega praktisch, weil ich wohne nicht weit weg. Also da habe ich die letzten Wochen schon öfter zugeschlagen. Also das könnte ich empfehlen. Wenn man auf gesundes Essen und leckeres Essen vor allem steht, das ist ganz gut. Haben neu aufgemacht, sind drei mega nette Jungs. Eine coole Sache. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr nach Nürnberg kommt,
Genau, einmal schmausen. Einmal schmausen. Ich komme dann später übrigens vorbei und hole mir die 4 extra Portionen ab. So läuft also das ganze Spiel ja, ja. hier. Er ist schon voll drin im Game. Das Influencer-Game. Ich hatte das mal tatsächlich, ich hatte mal mit einer Influencerin damals mal Fotos in Berlin gemacht. Und ich war vorher überhaupt nicht in dieser Welt drin. Und dann sagt die zu mir, ja, hast du Bock, Mittagessen zu gehen? Und ich so, ja klar, können wir machen. Ja, warte mal, ich telefoniere mal kurz. Und dann hat die da bei irgendeinem Restaurant angerufen. Ja, ich würde gern vorbeikommen. Und dann dachte ich so immer noch so, ja, warum hast du da jetzt angerufen? Naja, weil wir jetzt umsonst essen gehen. Was? Ja, die haben dann so Deals mit Restaurants. Da gehen die dann essen und posten dann halt irgendwie kurz, dass die dann hier sind. Und das reicht denen für als Werbung quasi aus, dass die dann dafür mit Essen quasi bezahlt werden. Ja, also die können sich halt damit irgendwie komplett ihr Leben so mehr oder weniger finanzieren. Andere würde sagen Schnorrer. Ja. Na, das sehe ich, also verstehe ich voll, ne? Auch wenn es bestimmt noch viele Zuschauer haben und sagen, ist ja gerade so dieser Influencer-Hate halt voll verständlich, aber... Man muss auch sagen, wenn halt da, ich weiß nicht, was, wer oder wie, wo, was das war, aber wenn ja, die Namen halt kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ja auch wurscht, aber wenn du eine gewisse Reichweite hast, ja. Also dann würde ich fast sagen, dass das halt komplett unter Wert verkauft ist, wenn man da für ein Abendessen irgendwie sein Gesicht irgendwo in die Kamera hält. Ja. So, also das ist meine Herangehensweise. Ich würde jetzt nicht mich da verkaufen oder irgendwas für einen Schnitzel. Schnitzel geht nicht mehr. Mittlerweile esse ich kein Fleisch mehr, aber für, keine Ahnung, einen Salat oder irgendwas. Der lassen 12, 15 Euro kosten, dann eine Reichweite von, keine Ahnung, wie vielen 10, 50, 100.000 irgendwie dafür nutzen. Ja, war 90.000. Das ist für das Restaurant schon ein sehr gutes Geschäft. Und ja, also nicht nur das, auch Hotel oder irgendwas, wenn man halt immer sagt, die, schau mal, die dürfen da umsonst im Hotel wohnen. Ja, natürlich, Alter. Also wenn ich ein Hotel hätte, ich hatte, wie gesagt, jetzt vorgestern einen Workshop mit einer großen Kette, Influencer-Marketing, hey, lad die Leute ein, natürlich. Das ist doch das Beste. Überleg mal, was es kostet, eine Werbeanzeige irgendwo zu schalten. Ja. Und dann sehen das vielleicht nur ein Bruchteil von irgendwelchen Leuten und dann auch noch unrelevante Leute halt. Und wenn du halt mit Leuten zusammenarbeitest, die eine bestimmte Zielgruppe haben und das auch relativ gut betreiben, ey, dann ist doch das Jackpot. Ja. Was kostet dich ein Abendessen halt, oder ein Hotelzimmer? Man muss halt immer dazu sagen, wenn es halt Sinn macht. Ne? Also, ja, natürlich. Klar. Also auch die Influencer selber sollten, das hast du ja vorhin selber auch gesagt, sie sollten halt dahinter stehen, hinter dem, was sie da. Genau. Das ist, glaube ich, das größere Problem, was man sieht. Ja. Dass halt viele, weißt du, heute halte ich das in die Kamera, morgen halte ich das in die Kamera, aber dann muss ich ja auch als Firma ganz ehrlich sagen, das bringt mir ja nichts. Ja. Also, weißt du, heute halte ich Puma, morgen Adidas, übermorgen habe ich Schuhe von Nike an. Und dann fliegst du nach Dubai? Ja, irgendwie sowas. Weißt du, und das ist doch und musst Quatsch. Aber, also, musst aber noch den Knebelvertrag unterschreiben. Genau. Ja, den auch. Oh, jetzt darf ich nicht mehr nach Dubai fliegen. Oh, du bist gebannt. Ja, ich habe da einmal im Jahr meinen Workshop. Das ist jetzt ganz ungünstig, wenn ich das jetzt... Ja, ich war auch schon oft dort und es ist ja auch also zum Fotografieren mega geil. Also kannst du nicht cool, sagen, aber was so Menschenrechte und so weiter, ist das halt auch kritisch, wo ich mir jetzt auch überlege, so... Würde ich jetzt vermutlich auch so schnell nicht mehr, also es ist schwierig, aber man muss halt so viel mittlerweile beachten und Dinge. Genau, ich wollte es gerade sagen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, ob ich jetzt da einen Fotoworkshop hinmache oder ob ich halt irgendwie jemand bin, der Millionen Menschen erreicht und sagt, hey super, hier ist alles total klasse. Absolut, aber im Endeffekt, wenn du einen Fotoworkshop dorthin machst, zeigst du die geilen Bilder und sagst, hey, das ist alles geil. Das ist, also du müsstest den Fotoworkshop halt hinmachen und müsstest immer wieder darauf hinweisen, wie katastrophal dort mit Menschen umgegangen wird und mit anderen Themen. Das ist immer so ein zweischneidiges Brett. Das ist eigentlich auch eine gute Miene zum bösen Spiel, ne? Voll. Aber bei vielen Sachen ist es inzwischen so immer so ein zweischneidiges Brett. Bei ganz vielen Themen, die heutzutage so in der Gesellschaft sind, also das ist ja eins davon, aber... Man muss heutzutage echt viel aufpassen und viel überlegen, was man macht und dass man nicht. Du kannst eigentlich gar nichts mehr völlig unvorhergehen, also oder unbedarft angehen. Also ich meine, du kannst ja auch anfangen, zum Beispiel Reisen ist scheiße, wissen wir alle. Voll. Island sollte man eigentlich auch nicht mehr hinfliegen, die haben immer noch Walfang. Ja. Es sind halt lauter solche Sachen, genau, die alle irgendwie so eine Kehrseite haben. Es gibt natürlich Flaschen. Überall. Es halt, gibt überall sowas. Du musst halt immer schauen. Aber manche Sachen sind halt gravierender, manche nicht. Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, manche sind halt einfach richtig kacke und manche sind halt semi-kacke. Also naja, ja, ist doch so. Also ja, klar. Klar ist jetzt halt, was soll ich sagen, Walfang in Island, ist natürlich mega scheiße und
ich bin ultra der Tierfreund, mega tierlieb und so weiter und ich würde mich auch dafür einsetzen und ich habe auch schon für solche Projekte gespendet und so weiter, dass sowas halt gestoppt wird, ja. Und würde ich auch machen. Aber allein deswegen, man kann es nach Norwegen auch nicht mehr reisen. Ja, logisch, klar. Ist schwierig, ja. Schwieriger ist es aber jetzt meiner Meinung nach, wenn ich jetzt sage, ich promote jetzt irgendwie oder bin hier auf einer WM in Katar unterwegs oder sowas. Das ist halt nochmal gravierend. Also es gibt halt mehrere Level an Scheiße. Ja, das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. So, und klar gibt es vielleicht ein paar Leute, die irgendwo Katzen in Flaschen stecken und so, aber ja, es wobei, gibt also, noch, das aber da wären mir zum Beispiel auch, wenn ich an solche Länder denke, da sind mir zum Beispiel auch Menschenrechte und so weiter und diese Regime. Ja, natürlich. Sind du hast auch keine, glaub, kannst ich, auch nicht die, keine freie Meinungsäußerung und absolut. So weiter. Ne? Also da sind Twitter, Facebook und so weiter, das ist alles gesperrt. Voll. Ja. Wie auch immer, wir schweifen gerade vielleicht ein bisschen. Wetten online abschließen und so weiter. Da, ja. Sorry, wenn ich jetzt nochmal reingehe, aber das ist ja auch alles. Ja, natürlich. YouPorn, kannst auch nicht. Na, das ist ja die größte Katastrophe. Wurde mir gesagt. Also, hey, wieso, was machen die? Erzähl mir schnell. Ich frage für einen Freund. Ja, ich hab's gehört. 2 Stunden später. Lassen wir das Thema YouPorn mal wieder sein. Lasst uns mal wieder zum Fotografieren kommen, denn natürlich gehen wir auch heute noch fotografieren. Das Wetter sieht eigentlich ziemlich gut aus, dass wir gleich mal eine Runde fotografieren gehen können. Ich hoffe auch, dass es für den Sonnenuntergang so ein bisschen ballert. Werden. Also gerade mit den Lücken dazwischen drin. Ja. Du hast ein bisschen Fotowalk dann mit uns vor, oder? Genau, wir tingeln ein bisschen durch die schöne Nürnberger Altstadt und schauen, was wir da rausholen können. Das heißt, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Zeitsprung und blenden gleich mal in den Fotowalk über. So, Chris, wir sind gerade ein bisschen gewandert, also gewandert in Anführungsstrichen. Kleine Stadtführung, 10 Minuten gelaufen, kleinen Hügel nach oben, ungefähr 10 Höhenmeter gemacht. Naja, okay. Der ist schon anstrengend, der Burgberg. Der hat schon in sich. Wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Wir sind jetzt direkt Nürnberger Kaiserburg hier, mitten auf der Aussichtsplattform. Hinter uns die Burg, vor uns die Stallungen und hier die einzige wirkliche Aussichtsplattform in Nürnberg. Mehr so der richtige Klassiker eigentlich. Das ist der Klassiker. Ja. Hier geht es als erstes hoch und ist auch einer der wenigen Spots, wo du so einen Blick auf den Sonnenuntergang. So eine Art Mann, Skyline. So eine Art Skyline, genau. Sonnenuntergang ist jetzt, also die Sonne geht dahinter und ist unter. Also wir können die Sonne nicht direkt sehen, weil da die Häuserfront noch davor ist. Genau. Aber zumindest ein bisschen Farbe. Es gibt eine bestimmte Jahreszeit, da siehst du. Ja. Du kannst auch manchmal hinten so im Burggarten und so weiter, aber ja, jetzt gerade nicht. Und unten in der Stadt ist es halt immer schwierig, ne, weil die Sonne halt da wirklich eine Stunde vor Sunset schon komplett weg ist eigentlich. Wir haben es ja gerade eben schon gesehen. Ne? Das ging sau schnell. Ne? Also in der City ist es halt, da hast du keinen richtigen Sunset. Ja, cool. Und das heißt, wenn du jetzt hier nach oben kommst, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du noch nicht hier warst. Nein, noch nicht. Ja, natürlich, ja. Aber würdest du jetzt bei so einer Szenerie jetzt eher so weitwinklig, die so möglichst viel vor der Stadt, oder fokussierst du dich dann eher so auf bestimmte Sachen, nimmst du Szene? Na, das ist ein bisschen tagesabhängig. Also heute würde ich tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Tele reingehen. Ja. Außer der Himmel spielt noch ein bisschen mit, was eigentlich ganz gut gerade ausschaut. Dann gehe ich weitwinkliger her. Aber ich mache das immer ein bisschen so von den Gegebenheiten abhängig. Na, wie ist gerade der Himmel, wie ist gerade und wie meine aktuelle Laune. Na, mal habe ich mehr Bock auf Weitwinkel, mal bin ich mehr mit dem Tele unterwegs. Ja. Und gerade wenn der Himmel jetzt nicht so toll mitspielt und vielleicht gutes Licht aber ist und so weiter, dann kannst du mit dem Tele schon immer ein paar schöne Schattenspiele, Lichtspiele und so weiter von da oben rausholen. Das geht ganz gut. Aber heute
glaube ich, mache ich ein bisschen das, bisschen das. Wildes, ja. Wildes Potpourri. Bist du so ein Vordergrundtyp eigentlich? Also muss bei dir immer zwingend irgendwas im Vordergrund sein? Nicht oder? Zwingend. Es kommt immer ganz auf den Aufbau und auf die Komposition an. Also hier ist es natürlich schwierig. Klar könnte ich die Mauer vorne in den Vordergrund, aber ob das so Sinn macht, ja, ist halt bei einer Skyline dann. Ja. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Wenn nicht woanders, klar, gerne immer mit Vordergrund, Unschärfe und so weiter. Aber hier schaffst du es halt auch, vor allem wenn du mit dem Tele unterwegs bist, ganz gut, durch die Tiefe vom Tele, durch die Stadt an sich halt eine Tiefe zu generieren. Ja. Und dann hast du ja automatisch wieder die Staffelung von Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Genau. Und deswegen mache ich das da ganz gern. Also deswegen ist auch echt von hier so Weitwinkel relativ schwer auch da was Schönes rauszubauen. Ja, ich habe es gerade auch schon gesehen. Also da muss schon echt der Himmel knallen, dass der Rest quasi in Anführungszeichen verziehen wird. Ja. Wie wir es ja in der Bildbesprechung auch schon mal hatten. Ja. Die hatten wir noch nicht. Die kam danach. Offiziell hatten wir die ja noch gar nicht. Ja. Okay. Ja, cool. Ja, aber ich denke trotzdem, also wenn der Himmel noch mitspielt, kann es ganz schön werden. Und vielleicht kommt sogar die Sonne noch irgendwo durchgeschossen. Dann gibt es auf jeden Fall schöne Lichtkanten überall. Du hast ja auch, also um noch mal kurz auf deinen Bildstil zu sprechen zu kommen. Ja. Wir haben ja das in der vorhin im Talk quasi noch gar nicht so besprochen, aber du hast einen relativ loosen Ansatz, wenn es ums Bearbeiten geht, oder? Also du bist voll. Jetzt, ja, genau. Voll. Also ich mache halt einfach, was mir gefällt. Genau. So, ich habe da keinen, das muss jetzt unbedingt korrekt oder das muss jetzt halt unbedingt gefotoshoppt oder sowas. Da nehme ich mir mal die künstlerische Freiheit raus. Ja. Also solange ich jetzt nicht für irgendeinen Kunden natürlich fotografiere und der jetzt Bewerbungsbilder will oder halt irgendwas, dann schon klar. Aber sonst sage ich immer, es ist erlaubt, was gefällt halt. Ich bin da mein eigener Künstler. Und ja, das aber machst du das zum Beispiel so, wenn du jetzt auf einem Job bist? Sagen wir zum Beispiel mal dieser Job, wo du in Afrika warst. Ne? Mhm. So. Bist du da dann so, dass du sagst, okay, diese gesamte Reise, das muss irgendwie ein einheitlicher Stil sein, dass der Kunde dann auch da was widerspiegelt? Oder ist es dann trotzdem so, dass du sagst, ja, das Bild lieber ein bisschen so, das Bild lieber ein bisschen so? Ja, ich versuche es hauptsächlich dann so abzugeben, dass ich wirklich einen einheitlichen Stil durch habe, aber dass ich trotzdem vielleicht so 10, 15 Highlight-Fotos habe, die ich dann nochmal halt wirklich künstlerisch bearbeite, wenn das gewünscht ist, wenn nicht, wenn sie es einfach so haben wollen, hey, gut, gut für mich. Ja. Aber wenn sie sagen, hey, so vielleicht 10 Highlight-Shots oder was, die ja dann auch immer getrennt von der Kampagne vielleicht irgendwo zu sehen sind. Ja, die sind vielleicht irgendwo auf einer Werbetafel, die sind vielleicht irgendwo in einem Magazin und so weiter. Die sehen jetzt, die werden jetzt nicht unbedingt mit anderen Fotos in Kombination gezeigt. Dann ist das okay. Aber sonst hast du völlig recht. Also wenn es um eine Kampagne geht oder irgendwas, dann immer versuchen, das möglichst einheitlich, das auf jeden Fall. Durchzuziehen. So. Genau. Ja. Aber so, ich würde mich jetzt nicht dazu zwingen, wenn ich jetzt halt heute so fotografiere, dass ich morgen so. Ne? Also vielleicht mag ich es heute wärmer, morgen mag ich es vielleicht blaulich. Und am einen Tag mag ich alles scharf und am anderen mit viel Unschärfe. Also das ist auch das, was du gesagt hast, dass du dich gar nicht unbedingt so auch in deinem Instagram-Profil festlegen willst. Absolut, nee. Genau. Also mir macht Fotografieren einfach Spaß und das macht mir nur Spaß, wenn ich das machen kann, worauf ich gerade Bock habe und nicht, wenn ich mich in irgendwo so rein... Vielleicht kommt es irgendwann, aber jetzt im Moment fotografiere ich einfach, was mir Spaß macht. Ist ja auch gut. Ja, also. Dann lass uns doch einfach mal irgendwie jetzt eine Runde fotografieren, weil sonst ist das Licht weg und dann stehen wir doch da. Ne? Ja, okay. Ja, genau. Machen wir mal. Gehen wir mal hier, wir sind ja hier schön in einer Reihe aufgestellt. Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage, beziehungsweise eigentlich wollten es die Zuschauer ja wissen. Wenn es jetzt so ein bisschen ums Thema Technik geht, was hast du eigentlich alles so in deinem Rucksack drin? Ich habe eigentlich immer alles von 14 bis 400 mm dabei. Also du bist schwer unterwegs. Ja, relativ. Also du kannst dann gern mal anheben, aber also es ist auch nicht viel, es sind 4 Objektive halt. Ne? Also ich habe jetzt keine Festbrennweite, außer ein 35er, aber das ist mega leicht, ein 1,8er, dass ich halt wirklich eine Festbrennweite einmal mit offenblendig irgendwas habe, aber sonst ein Weitwinkel halt, dann das 24-70. Wir müssen aber von vorne anfangen. Also du fotografierst erstmal mit Nikon. Ich denke mal, das hat man schon soweit mitbekommen. Das ist jetzt eine Z6? Das ist jetzt eine Z7. Genau. Z7, okay. Z6 habe ich meistens zum Filmen, Z7 zum Fotografieren, weil ich einfach da die mehr Megapixel zur Verfügung habe. Und haben ist besser als brauchen. Mein Lieblingsmotto. So. Ja, perfekt. Genau. Okay, also von den Objektiven nochmal von vorne. Also du hast was Weitwinkliges. Das, genau, 14-30. Das 14 bis 30, das dann, F4, ne? Genau, F4, dann 24-70. Mhm. Ja, Standard Brennweite, genau. Und dann 70-200. Okay. Ja. Und dann noch ein Zweifach-Konverter, dann komme ich auf die 400. Ah, ja. Das heißt, ich habe von 14 bis 400 alles dabei. Alles ja, cool. Und damit bin ich... Und Festbrennweiten oder sowas? 35er. Okay, aber 35er, 1,8, um halt eben offenblendig unterwegs zu sein. Ja. Bist du ein großer Verfechter von Festbrennweiten? Es gibt ja so Fotografen, die sagen, ja, Festbrennweiten sind sehr viel schärfer, haben eine bessere Abbildungsqualität. Ja. Sind sie. Also gibt es ja keinen Zweifel dran. Ja, aber ist jetzt für dich nicht so, der Nutzen muss halt,
da kommt halt, mein Rucksack spiegelt halt das wieder, was ich fotografiere, und das ist alles. So, ja. Und das, ich könnte es mir halt nicht verzeihen, wenn ich jetzt irgendwo bin, zum Beispiel hier, und ich habe jetzt ein geiles Licht da vorne auf der Lorenzkirche, und ich komme nicht hin, weil ich hier bloß einen Weitwinkel dabei habe oder irgendwas. Ey, oder irgendwo da, irgendwas Tolles halt. Ja. In den Bergen hast du es halt sau oft, dass irgendwo weit weg ist ein Steinbock oder ist irgendein Tier oder sowas. Oder ein geiler Berg, der in Wolken hängt. Oder irgendwie sowas. Da bist du halt auch mit 200 oft nicht so gut dabei. Ja. Und dann kann ich noch einen Konverter dazwischen schneiden und dann hat man eine 400. Ja. Und sonst, klar könnte ich sagen, ja, fotografiere ich halt nicht oder so, aber ich finde immer so verpasste Chancen schade. Also ich bin halt, ich liebe es, Momente festzuhalten oder halt allgemein irgendwas festzuhalten. Ich liebe es zu fotografieren, da drauf zu drücken, das Geilste überhaupt. Mhm. Und wenn so eine Chance dann halt durch die Lappen geht, weil ich mein Equipment nicht dabei habe, weil ich mir irgendwie das halbe Kilo sparen wollte, ja das, dann lieber schleppen, ne? Ja, dann lieber schleppen. Also ich habe immer alles dabei, für alles präpariert, so was kommt, kann fotografiert werden. Cool. Also Kamera-Equipment haben wir soweit durch. Was hast du noch so an Extras mit dabei? Du hast ein Stativ noch mit dabei, sehe ich, mein Foto. Stativ dabei, genau, irgend so ein leichtes Carbon-Dingens. Ja. Oder was heißt leicht, das hat schon auch, also für meinen Geschmack ist es... Oh ja. Ja. Ja, also macht, ist mit mir schon seit 8 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs, war in allen Weltmeeren schon gestanden, war auf Vulkanen, auf den höchsten Bergen, war auf, also überall. Wie machst du das? Also mein Foto ist bei mir im Rhythmus von 1,5 Jahren immer kaputt gegangen. Oh, ich pflege das halt ein bisschen, oder? Ich pflege das eigentlich auch, dachte ich. Nee, also da, also wie gesagt, wenn ich halt im Salzwasser unterwegs bin, dann mache ich es halt danach ein bisschen sauber Auch hier Vulkanstaub, Asche und das ganze Säurezeug, das hat eben auch nichts ausgemacht. Und tipptopp. Das ist alles gut. Also cool. So, ja. Und was hast du noch so dabei? Filter vielleicht? Also Filter habe ich noch ein paar dabei. Also ich habe so eine Mappe halt mit 5 Filter, also 3 verschiedene Graufilter und 2 Verläufe. Auch nichts Weltbewegendes. Standard und, quasi. Genau, und meistens halt noch eine Drohne. Sehr cool. Und damit bist du jetzt quasi in der Welt unterwegs, also sobald Corona vorbei ist, dann wieder in der ganzen Welt. Ich hoffe wieder, ja. Also ich hoffe, da kommt dann wieder was. Perfekt. Genau. Sonst manchmal noch ein kleines Handy-Stativ oder irgendwas, das Handy nebenbei einen Zeitraffer aufnimmt oder sowas. Aber, genau. 4 Objektive meistens. Manchmal, je nachdem, wenn ich jetzt auf dem Job wie in Südafrika bin, natürlich noch ein Zweitbody, falls irgendwas schief geht. Aber das ist nicht der Standard. Also normalerweise sage ich, Zweitbody brauche ich nicht, weil ich habe ein Handy. Ja. Zur Not. Also deine Vlogs machst du quasi auch mit dem Handy oftmals? Ja, ich habe sie immer mit einer Legria gemacht, so diese alte... Ah, die alte Legria. Gute alte Legria, ja. Ich habe tatsächlich noch eine daheim, die auch noch relativ funktioniert, so. Der Bildschirm dreht sich nicht mehr und so, aber die nimmt noch auf. Mit der habe ich immer, weil die halt einen guten Ton hat. Aber jetzt würde ich, wenn ich wieder anfange, mache ich es mit dem Handy, weil gibt keinen Grund mehr. Der Ton ist mittlerweile am Handy auch geil, da rauscht nichts mehr, wenn der Wind kommt. Ja. Du hast eine gute Abdeckung, du hast einen Weitwinkel, du hast, also, ja, werde ich darauf switchen. Und du sparst einfach ein Gerät, was du mitnehmen musst. Ja, cool. Jetzt haben wir aber immer noch nicht fotografiert. Wir haben immer noch nicht so richtig fotografiert, aber ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich bin auch noch nicht so ganz happy. Also, geil ist anders. Ja, es ist genau der Klassiker, wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben eigentlich keine Wolken mehr, außer über dem Horizont wieder dieser kleine Streifen, der dann das Ganze verdeckt hat. Immer. Das ist so mein Glück eigentlich, das hätte ich euch vielleicht vorher sagen müssen. Aber den Sunset habe ich so, keine Ahnung, 90% aller Zeit. Also immer, wenn ich fotografieren gehe, Sunset, 90% davon habe ich hinten über dem Horizont so diesen kleinen Streifen, der halt die geile Sonne so verdeckt. Wir zwei können ja nochmal hier zum Sunset herkommen. Dann machen wir nochmal ein anständiges Foto, das du dann noch bearbeiten kannst. Da machen wir was Gescheites draus, ja. Obwohl wir haben ja vielleicht, ich bin auch immer so ein Freund, ich breche nie frühzeitig ab, weil du weißt nie, was noch kommt. Ne? Ich finde auch blaue Stunde noch reizvoll eigentlich. Also in 20 Minuten kann noch ganz, ganz viel passieren, das habe ich auf jeden Fall gelernt auf meinen Reisen. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Ich war mal in, ganz lustige Geschichte, in Rio auf Fotoreise. Ich habe da eine Fotoreise geleitet und da hat innerhalb von einer Stunde hat das Wetter in alle Richtungen ausgeschlagen. Also die sind hochgefahren bei knalligstem Sonnenschein, dann kamen plötzlich Gewitterwolken, dann hat es Blitzen über das, also wir waren auf dem Zuckerhut oben, haben auf Rio runtergeschaut, hinten dran Christusstatue und so weiter, dann hat es ein riesen Gewitter runtergehaut, mit Hagel, mit Blitz und so weiter, hinter uns war dann ein riesen Regenbogen und so, und dann kamen am Ende noch zum Highlight halt durch die Wolken Rays runter auf die Stadt, haben Christusstatue, alles halt wunderbar eingeleuchtet. Und es hat sich halt ab, also das war so 20, 30 Minuten irgendwie, patsch, und wir dachten, Alter, was geht denn jetzt ab? Und deswegen, you never know. Also ich warte, wenn bis wirklich Licht weg ist und dann sage ich so, okay. Das war's jetzt. Das war's jetzt so.
Und nicht mal dann meistens. Dann kommt ja noch das. Irgendwas geht bestimmt, irgendwas geht mal. Bist du eigentlich jemand, ich muss nochmal auf das Fotografieren-Thema jetzt nochmal zurückzuhören, bist du eigentlich jemand, der ein Foto macht am Abend oder bist du jemand, der viel mit der Kamera rumläuft, viel probiert? Voll, voll. Also ich habe jetzt auch bloß das Stativ hier aufgestellt, weil ich mich schlecht fühle neben euch sonst, wenn ich keins habe. Ich bin auf jeden Fall jemand, der viel aus der Hand auch? Viel alles aus der Hand. Also, wenn jetzt das Licht schon ein bisschen, sag ich mal, runtergeht und drehst du dann lieber den ISO ein bisschen höher, anstatt das Stativ zu nehmen? Ja? Also Stativ würde ich jetzt wirklich nur nehmen, um zu sagen, ich will halt Fokus irgendwie denken. Hier brauche ich jetzt kein Fokus-Denken, aber wenn ich jetzt mit Filter halt, ne, wenn ich Langzeitlichtung, dafür habe ich mein Stativ dabei. Ja. Oder wenn es halt wirklich so dunkel ist, dass ich es brauche, dann ja, aber so alles bis ISO 1, 2000, das kannst du doch locker aus der Hand. Und ich habe wirklich dann lieber mehr Material halt, als nur dieses eine. Ich versuche mich oft so ein bisschen zu limitieren, weil es natürlich auch viel ist irgendwann, weil du immer halt viel hast. Ja. Und es ist manchmal ist schon geil, wenn du halt einfach weißt, okay, das habe ich jetzt, geh heim und das bearbeite ich jetzt und dann bin ich fertig so. Ja. Und das ist halt natürlich schneller, einfacher, wie wenn du mit 100 Sachen heimkommst und erst noch aussortieren und schauen. Und also hebst du den Kram dann auch auf? Was alles. So? Alles. Ah, ey, ich bin der Bildermessi schlechthin. Ich kann ich sag's auf den Workshops immer, mir tut es körperlich wirklich weh, wenn ich auf Löschen drücken muss. Okay. Das kriege ich nicht hin. Also so, das Einzige, was ich wirklich, wenn irgendwas verwackelt oder komplett unscharf ist, das schaffe ich. Aber alles andere habe ich noch die letzten 10 Jahre halt. Festplatten vor, ich habe mir jetzt ein neues NAS kaufen müssen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 30 Terabyte an Zeug. Ach, irgendwie. Scheiße. Hör mir auf. Aber ich sage, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen relaten, weil du sagst, als Photoshopper sagst du halt immer, nee, vielleicht kann ich es noch irgendwo brauchen. Weißt? Vielleicht kann ich da mal irgendwas ausbauen, vielleicht kann ich das mal da. Ja, ich lösche auch wenig. Dann haben wir noch das Tutorial-Thema, wo wir sagen, ja, selbst wenn es ein Scheißbild ist, dann kann man es ja immer noch für ein Tutorial hernehmen und irgendwie geil machen. Ja. Und also, irgendein Grund, es nicht zu löschen, findest du immer. So. Nicht schlecht. Und seit Speicherplatz jetzt relativ günstig geworden ist. Ja, also, stimmt, das wird auch immer günstiger. Wobei die Dateigrößen ja auch mal größer werden. Ja, also eigentlich, ändert sich eigentlich gar nicht so viel, aber naja. Genau. Die Speicherkarten werden dafür teurer. Das stimmt. Ja. Aber mal noch eine ganz andere Frage, noch mal eine Technikfrage. Da du jetzt ja aus dem Hause Nikon mehr oder weniger kommst, freust du dich auf die Z9? Sie wurde ja noch nicht offiziell angekündigt, glaube ich. Oder haben Sie sie inzwischen offiziell angekündigt? Oder ist es immer noch nur so von Nikon Rumors? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es offiziell ist. Hat Nikon, glaube ich, eine E-Mail rumgeschickt, wo sie gesagt haben, sie entwickeln sie, aber haben noch nichts großartig rumgeschickt. So, da muss ich immer aufpassen, weil ich bin halt, auch wenn es um Adobe-Geschichten und so weiter geht, ich bin immer in so Beta-Programmen und so weiter mit drin. Die aber halt komplett unter NDA stehen, also ich darf halt nichts sagen. Ja. Und wenn, nee, deswegen, ich weiß es nicht. Also, wenn eine kommen würde, würdest du so von dem, was man bisher im Internet lesen konnte, dass es so eine Ultrakamera wird, würdest du sagen, oh ja, das ist schon das Richtige für mich? Oder bleibst du eher bei so einer etwas kleineren Kamera? Ich brauche sie nicht. Also ich kann auch mit einer Z6 fotografieren, ich brauche auch keine Z7. Weißt du, ich kann auch eine, oder ich nehme sie. Also, ich habe eine Z50 daheim, auch mit der. Ich habe eine komplette Reise durch Vietnam nur mit der Z50 gemacht. Ja. Also mit der ganz kleinen halt. Ja. Weil du dich auch selber wieder limitieren wolltest oder warum? Ja, ein bisschen. Also natürlich gewichtsmäßig so ein bisschen, aber ich wollte auch halt wirklich mal zeigen, ich brauche nicht das Monster-Equipment, um schöne Fotos Bilder zu machen. Ja. So, und da bin ich halt felsenfest von überzeugt, auch wenn das Nikon jetzt vielleicht nicht hören will. Ja. Und die sagt, aber wir wollen, also klar wollen die neuen Kameras verkaufen, aber wieder ein paar Fokuspunkte, wieder ein paar Megapixel und wir. Braucht eigentlich keiner, ne? Ja. Ey, das ist so ein geiles Gerät, was ich da in der Hand habe. Ich bin mega glücklich damit. Ich wüsste nicht mal, was ich mir da technikmäßig mehr. Ja. Also Innovation immer her damit. Ja, da bin ich der Erste, der sagt, ey, da bin ich Technik-Nerd ohne Ende. Wenn es irgendwas Geiles Neues gibt, so, ey, ja, will ich. So, aber wenn es halt bloß irgendwie so ein bisschen mehr. Megapixel-Upgrade und ein bisschen ISO-Upgrade und so. Und das machen sie ja alle, weißt du, dann können sie plötzlich jetzt, können sie dann 8K aufnehmen und die meisten Abspielgeräte können nicht mal 4K und so. Klar ist es nice to have und wie schon gesagt, haben ist besser als brauchen, aber ich bin immer ein Freund, mit dem gut umgehen zu können, was man gerade hat. So. Und das macht deine Bilder ja auch nicht besser. Kannst du ein bisschen größer drucken? Okay. Also irgendwann bist du schon auf dem Level, wo du sagst, wenn ich jetzt eine andere Kamera habe, dann wird es schon ein bisschen besser. Aber ich meine so in diesem Bereich von da. Nee, eben, also genau. Also du bist ja hier schon auf Top-Level unterwegs und dann nochmal da was drauf. Da musst du schon wirklich ins Fern. Und so ein Fotograf bin ich nicht, wo ich sage, ich brauche diese nochmal mehr Megapixel, ich brauche diese nochmal mehr Fokus. Selbst das macht deine Bilder ja nicht besser. Es gibt dir nur mehr Möglichkeiten, wie du sie später quasi verwenden kannst. Genau. Aber es ändert ja nichts an dem,
was naja, wenn ich jetzt jemand bin, wenn ich jetzt jemand bin, der viele riesige Prints verkauft, ja, und dann, dann machen Megapixel natürlich was aus. Ja. Ja. Dann kann ich zwar auch hier jetzt mittlerweile mit Super Resolution von Adobe ein bisschen hantieren und so weiter, aber klar, wenn umso größer ich es schon habe, umso besser ist ja logisch. Ja, aber wenn ich nicht der Fotograf bin oder wenn ich jetzt kein Tier- oder Sportfotograf explizit bin, mit diesem mit dem Autofokus und wie schnell die und ob ich jetzt 13 oder 14 Bilder in der Sekunde, ey, who cares? Das ist mir, also da bin ich so leidenschaftslos. Ja. Ich brauche eine Kamera, die gut funktioniert, die alles kann, was ich brauche. Und gut ist. Und dann gut ist. Also deswegen, kann mit jeder Kamera fotografieren. Druckst du denn deine Bilder auch mal groß selten aus? Selten. Ja, also generell nicht so drucken, deins? Oder, ich habe meine Ausbildung in der Druckerei gemacht, in der Digitaldruckerei. Ja. Das hat mich geprägt für mein Leben. Alter, ich hasse Drucken und dieses ganze... Hast du bei Prinovis? Nee. Dieses ganze Farbgezeug, das langweilt mich einfach so. Ich will fotografieren, ich will Bilder machen. Und ich will das heißt, du guckst dir deine Bilder auch lieber digital auf dem Bildschirm an als ausgedruckt? Ja. Das stimmt nicht. Also ausgedruckte Bilder sind schon mega geil. Das macht schon Spaß. Ja. Ich habe mir jetzt für meine neue Bude ein paar gedruckt und die an die Wand klingt. Das ist schon cool. Also das macht schon Spaß, das zu sehen und auch ist ein ganz anderes Feeling, ganz klar. Ja. Aber was mache ich mit so vielen Fotos halt? Also ich kann nicht alle drucken. Das ist halt auch so ein bisschen... Das ist klar. Aber so, was ich auch die schade finde halt. Ja, Highlights, ne? Aber nicht mal das halt. Also überleg mal, allein jetzt von, wenn wir wieder Südafrika nehmen, da sind so viele geile Shots dabei. Wo soll ich die drucken? So, das kriege ich niemals unter. Ja. Ich finde es mega schade, weil das halt einfach da ist und halt nie mehr oder seltenst angeschaut wird. Ja. Aber stimmt schon. Es ist halt so das unsere Zeit gerade. Ne? Viel machen, viel produzieren und du kannst es nicht alles zur Schau stellen. Mhm. Außer halt auf Instagram, aber das ist halt nach einem Wisch auch weg. Da geht es ja gar nicht mehr. Weißt du, das ist halt so, die leben ja nicht länger als 24 Stunden. Ja. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich meine, ihr wisst gerade im Podcast, ne, wie oft ihr schon irgendwo euch richtig abgemüht habt, irgendwo hinzukommen. Ja. Und dann ist es nach dem Wisch, ist es halt weg. Ja. Ist so, ja. Ist schön. So Leute, ich würde sagen, lasst uns noch eine Runde fotografieren, noch das mitnehmen, was irgendwie noch geht. Jo. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Exakt. Hoffnung stirbt zuletzt. Los geht's. Und war geil, oder? Ja. Mega. Mann, Wahnsinn. Das tolle Aufnahmen. Ja. Übrigens, an der Stelle können wir auch mal sagen, das haben wir dir gar nicht gesagt, aber ich bin der Meinung, das könntest du hinbekommen, für unsere Patreon-Mitglieder gibt es erstens eine Verlosung, das haben wir dir schon gesagt, da musst du noch was raussuchen, was es zum Verlosen gibt. Okay, wollt ihr das jetzt gleich hören? Wenn du eine Idee hast. Ja, ist mir gerade eingefallen, weil ihr vorhin gesagt habt, wir machen ja auch noch Bildbesprechung oder halt, ich würde einfach mal ein Portfolio-Review in den Topf werfen. Ja, sehr cool. Online, Meeting sehr mit cool. mir. Das ich heißt, mir einmal one-on-one quasi, machst du ein Zoom-Meeting oder wie auch immer, über welche Plattform auch immer und dann kannst du da... Der Gewinner darf sich gerne bei mir melden, mach mal einen Termin aus und dann schaue ich gerne mal über den Instagram-Kanal drüber. Sehr cool. Ja, Leute, also das könnt ihr auf jeden Fall schon mal gewinnen. Und das Zweite ist, dass wir vielleicht, wenn wir gleich, oder wir haben ja gerade eben schon fotografiert, die Bilder, die wir da fotografiert haben, dass du dir da vielleicht nochmal dein coolstes Bild raussuchst und dann nochmal ein kleines Bildbearbeitungstutorial aufnimmst für die Silber-Patreons. Für die Silber-Patreons, ne, genau. Also, falls ihr schon Patreon-Mitglied seid, dann könnt ihr direkt nach dem Podcast rübergehen auf die Patreon-Seite. Dort ist das Tutorial gerade schon online gegangen. Ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, uns zu unterstützen mit ein bisschen Geld, weil kostet hier auch alles. Wir haben da noch so einen Kameramann dahinter, den müssen wir finanzieren. Die Jungs sind aus Berlin hier runtergefahren. Und es ist eine der kürzeren Strecken, haben sie mir gesagt. Ja. Muss ich mir vorstellen, um einen Podcast aufzunehmen. Also wenn das kein Commitment ist, geil. Wir machen es ja auch gerne. Aber wie gesagt, wenn ihr uns ein bisschen Benzingeld zugeben wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen und ihr bekommt trotzdem auch eine Kleinigkeit zurück. Die Messlatte fürs Fotografieren natürlich noch mal ein bisschen höher, weil wir brauchen ja ein Bild am Ende. Stimmt, ja. Aber kein Druck. Nee. Aber wir haben ja schon fotografiert. Also eigentlich müsstest du ja wissen, ob du jetzt ein gutes Bild hast. Da waren ja einige dabei. Ja. Sehr gut. Wir haben noch uns überlegt, wir machen mal eine kleine neue Kategorie heute. Und zwar nennen wir das Ganze Quickfire-Fragen. Also entweder oder. Entweder oder, um es auf Deutsch zu halten, genau. So, und ich würde sagen, die schneiden wir jetzt ganz schnell hintereinander weg und du musst auch innerhalb von ein paar Sekunden antworten. Also du darfst nicht lange überlegen. Ich bin ein ganz langsamer Typ eigentlich, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Bier oder Wein? Bier. Nikon oder Canon? Nikon. Pamela Reif oder Fitnessstudio? Oh, Pamela Reif. Alles scharf oder krasses Bokeh? Oh, krasses Bokeh. Mick oder Lumina? Lumina. Lumina.
Weitwinklig oder Tele? Ah, ja. Tele. Blitz oder Available Light? Available. Landschaft oder Städtefotografie? Landschaft. Doch. Lightroom oder Bridge? Lightroom. Okay. Fotografieren oder Freundin? Oh. Freundin. Essen bei Mama oder Schickimicki-Restaurant? Essen bei Mama. Ja. Berge oder Flachland? Berge. Meer oder Berg? Meer. Müll aus der Landschaft entfernen oder Tiere retten? Tiere retten. Wie sage ich es? Camping oder Hotel? Hotel. Okay. Reise oder Hochzeit? Reise. Sehr schön. Haben wir noch Zuschauerfragen eigentlich? Was mir noch einfällt. Doch, ich habe noch eine Zuschauerfrage. Ja. Was ist dein erstes Fotoreiseziel nach der ganzen Corona-Pandemie? Oh, schwierig. Ganz schwierige Frage. Ich will mal wieder in den Norden, also so Island irgendwas, finde ich schon mal wieder. Naja, wie wäre es denn jetzt mit Island eigentlich? Ja, also jetzt gerade ist ja der Vulkanausbruch da. Ja. Hast du da überlegt hinzufahren? Ja, tatsächlich. Und woran scheitert's? Ich habe lustigerweise sogar mit einem Kumpel, Fotografenkumpel, auch eine Woche vor oder irgendwas, haben wir uns richtig drauf eingesponnen, wie geil das jetzt wäre. Und dann schickt er mir ein paar Tage später den Link, sag ich, schau mal, was da gerade passiert. Ich so, nee, oder? Wenn wir uns entschieden hätten, wir fahren jetzt, wären wir genau die Ersten an der Stelle gewesen. Aber ich würde es jetzt gerade nicht machen, allein aus nicht nur Verantwortung, aber halt auch den Solidarität allen anderen gegenüber. So. Also hätte ich jetzt gerade ein mega schlechtes Gewissen. Und wenn ich es machen würde, wenn ich es selber nicht mehr hier aushalte, wenn es jetzt noch ein Jahr irgendwie weitergeht oder was, dann würde ich es nicht kommunizieren. Das wäre gerade so mein Standpunkt. Einfach um andere, die es halt gerade nicht können, die es nicht neidisch zu machen oder irgendwas. So, das finde ich gerade ein bisschen low, wenn das Leute durchziehen. Hm. Nett von dir. Also wirklich. Ja, es wird dieses zweischneidige Schwert. Ne? Du tust dir halt selber irgendwie weh damit oder Ding, aber ja, du musst halt so ein paar Prinzipien haben, nach denen du lebst und da gehört es halt auch dazu. Das stimmt. Ich muss mal ganz kurz aus dem Flugmodus raus. Eine Zuschauerfrage war auf jeden Fall, ob es mit dir mal wieder Fotowalks geben wird. Ah, ja. Definitiv. Also ist geplant. Also ist auf jeden Fall, habe ich mega Bock drauf, haben wir früher echt oft gemacht in verschiedenen Städten. Und ist, wenn das alles wieder möglich ist, ey, ich habe so Bock auf so Community-Treffen und so Riesensachen organisieren und sowas. Da wird wieder was kommen. Okay. Also hoffentlich ist es bald alles wieder möglich. Ich drück uns allen die Daumen. Planungstechnisch, also es ist quasi, du hast es vor, aber planen kannst du ja eh gerade noch nichts. Ich habe alles, was irgendwie Planung angeht, habe ich auf Eis gelegt, weil bringt ja nichts. Ne? Alles. Stimmt, ja. Kannst du nicht. Ja. Ja, Wind, Alter, drei Wettertaft ist auch nicht mehr das, was war. So, Leute, wir haben noch natürlich am Ende, wie immer, das Fotoreview. Ihr habt wieder viele Bilder eingeschickt, die wir jetzt vielleicht mal ein paar davon zumindest mal bewerten können, beziehungsweise Christoph bewertet die vor allem. Mhm. Schauen wir doch einfach mal das erste an. Das erste ist hier vom Hannes. Okay. Der war am großen Aber. Ah, okay. Da kannst du ja mal einfach was zu sagen. Und einfach mal gucken. Ja, also so erster Eindruck ist ganz schön. So schöne Farben, schöner Sonnenuntergang, schöner Flair da hinten noch drinnen, wenn ich da mal reinzoome. Ist der zweite Post, ne? Der erste ist da gezoomt. Ja, sehr gut. Weil Instagram natürlich 4:5 hier. Finde ich schön, man muss halt immer, es ist immer schwierig, solche Sachen zu bewerten und zu sagen, weil du weißt halt nicht, wie es außenrum war. Ne? Vielleicht ist er da ewig hochgewandert und es war so echt das Geilste, was es da oben halt irgendwie zu bieten gab. Weil ich fände jetzt, es fehlt mir so ein bisschen das Motiv so. Es ist ein geiler Sonnenuntergang. Du hast hier vorne halt die Steine, es gibt ein schönes Framing und das fotografisch top, da kannst du gar nichts sagen. Ich glaube sogar noch ein bisschen ziehen die Wolken da ein bisschen so langzeitmäßig. Wenn, ist ja auch wurscht, aber es ist jetzt halt nicht das Knallermotiv so. Aber wenn du jetzt halt da wirklich stundenlang hochgelaufen bist und das, dann hast du halt das Perfekte da oben rausgeholt. So, würde ich sagen. Ja, es ist halt dadurch, dadurch, dass der Horizont so wahnsinnig mittig gesetzt ist. Also klar, du hast einen schönen Himmel, aber dadurch wird es natürlich irgendwie sehr langweilig. Ja, der Himmel ist doch auch spannend, da sind die Wolken schön angeleuchtet, es ist fast gedrittelt vom Horizont. Naja, guck mal, der ist doch genau in der Mitte. Ist in der Mitte zwischen Mitte und Drittel. Einigen wir uns da drauf. Echt? Ja, würde ich schon sagen. Also es ist nicht ganz in der Mitte. Okay. So. Aber ja. Aber dadurch kommt halt dieser Eindruck zustande, dass es quasi kein richtiges Motiv gibt. Ja, genau.
Das ist oft ein Problem, so in der Landschaftsfotografie, wo du halt sagst, ja, was, oder in der Fotografie an sich, was gerade auch bei, habe ich bei Coachings und so weiter ganz oft so, wo ich immer sage, ja, was ist das Motiv? Es ist halt ganz, ganz selten in der Fotografie so, dass ein Bild als Motiv einfach für sich steht. Mhm. Weißt du, da, ich sage immer Beispiel, wenn ich in New York unterhalb der Brooklyn Bridge stehe und einfach da hinschaue, da kann ich fotografieren, in welche Richtung, wie, wo, was ich will. Da spricht das Motiv halt immer für sich, ist immer geil irgendwie so. Aber wenn ich halt jetzt hier bin, so, dann muss ich halt schauen, dann muss ich mir das erarbeiten, dann muss ich halt wirklich rangehen zu, das ist schwierig oft so, ein wirkliches Motiv festzulegen. Und dann halt mit den Techniken, die uns zur Verfügung stehen, mit entweder technisch oder halt gestalterisch und so weiter, das Ganze dann halt in Szene zu setzen. Das ist dann die Kunst dahinter. Aber jedes Bild braucht einfach ein festes Motiv. Und ich sag, das ist es. Das ist es, ja. Genau. Und das ist ganz klar, worum es geht. Sonnenuntergang, ist ein Motiv schon irgendwie. Aber ist ein Beiwerk. Es fehlt ein Hauptakteur. Licht ist ein Beiwerk, genau. Es fehlt ein Hauptakteur. Nächstes Bild hat uns der Heinrich zugeschickt und auch wieder witzig. Vom Oderteich. Das ist ja witzig. Ja. Also die Leute gucken offensichtlich vielleicht auch unseren Podcast. Gefällt mir sehr gut. Also es ist schön moody, Farben ist nicht so bunt, alles sehr, sehr eintönig, was ich positiv meine. Schaut gut aus. Mhm. Durch die Lichtführung hast du es schön abgedunkelt. Der Blick geht direkt da in die Ferne. Ich finde, dass das, worauf es ja eigentlich ankommt, oder mein Hauptmotiv ist durch den Verlauf und die Linien führen dahin und so weiter, ist hinten dieser Ausschnitt. Dass der aber halt relativ klein ist für das, was das Beiwerk zum Motiv eigentlich ausmacht. Also hier vorne die Steine und so weiter sind schön in Szene gesetzt und führen alle zum Motiv so hin, aber ich hätte vielleicht den Hauptausschnitt ein bisschen größer gewählt, sodass es mal einfach sagt, darum geht es dann hauptsächlich. Und so ein erster Eindruck ist ein schönes Ding. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Kann man echt nicht meckern, ne? Es ist halt von der Farbigkeit, aber eigentlich finde ich das schön, dass es das so eine ganz triste Stimmung ist, ne? Ja, also auch das passt voll zum Wetter. Also das sage ich immer bei der, wenn es um die Bearbeitung geht, ne? Wenn ich mir vorher schon so überlege, was assoziiert man denn damit mit den Farben und so weiter? Es ist eine Nachtaufnahme. Da steht Moonlight. Dann revidiere ich hier nochmal, was ich gesagt habe. Also vermute ich jetzt mal, wenn das Bild Moonlight heißt, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja, dann würde ich nicht das Bild, sondern den Titel ändern. Gerade das, was ich gesagt habe, wenn ich ein Bild bearbeite, wenn ich ein Bild mache, dann schaue ich immer ganz viel, was ist denn damit assoziiert, also was verbindet man damit? Zum Beispiel ein Sonnenuntergang, ja, da Wärme, Licht, Kontraste und so weiter. Wenn ich hier Moonlight, Mond, dunkel, trüb, eher bläulich als warm, ja, kühl, dunstig, irgendwie sowas, das verbinde ich damit. Und das ist halt warm hier. Das ist halt, ich sehe alles ganz klar. Ich habe. Ja, ist es denn so? Was hat er denn noch vertagt? Moonlight Stones? Das heißt Nightshot, Moonlight. Ja, tatsächlich ist es ein Nightshot. Ja. Also nur den Titel ändern. Bild ist geil, Titel ändern, alles gut. Ja, stimmt. Also wie ein Nachtshot sieht es eigentlich. Es sieht eigentlich echt aus wie eine Tageslichtaufnahme, ne? Die Steine sind halt zu hell dafür irgendwie, ne? So, dann schauen wir mal weiter. Eine schöne Moody-Tagesaufnahme. Ja. Nehmen wir mal das hier noch vom Alexander. Hat ein Bild vom Leuchtturm reingeschickt. Oh, nice. Westlicher Sand. Geil. Vor allem, weil ich weiß, wie schwierig das zu fotografieren ist, dass du die Strahlen vom Leuchtturm siehst. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch zusammengebaut, retuschiert, weil du die nie so drauf bekommst oder schwierig so drauf bekommst. Also ich weiß es, weil ich letztes Jahr erst einen Leuchtturm fotografiert habe und eben versucht habe, diese Lichtkegel irgendwie gut hinzubekommen. Aber es fällt nicht auf, dass es reduziert ist, wenn es so ist. Ja, also von dem her, gut. Mega schön. Ich finde es ein bisschen, ich frage mich, warum links jetzt kein Kegel ist und warum unten der Kegel halt direkt so mit auf Haus, also der Kegel, der jetzt hinterm Haus quasi ist, den hätte ich versucht rauszunehmen, um das Haus noch so ein bisschen mehr zu isolieren. Und in dem Fall jetzt hat es eine. Es ist rechts ein bisschen schwerer wie auf der linken Seite, wo es ein bisschen heller ist und wo dieser Busch ist, dadurch, dass es durch das helle Blau halt so aufgehellt ist. Ich glaube, das wäre ein bisschen ausgeglichener, wenn hinter dem vorderen Haus eben auch der Himmelhintergrund wie auf der linken Seite wäre. Aber sonst. Schön scharf, leuchtet schön.
geil. Berlin, Alexanderplatz, Fernsehturm. Ach, meine Hut. Schönes Ding. Das Erste, was mir auffällt, ist, ich würde hinten, upsala, ich würde Galeria Kaufhof rausretuschieren. Das grüne Logo da hinten zieht irgendwie meinen Blick, weil natürlich der gelbe Zug dorthin fährt, weil dort der Fernsehturm endet, weil die Linien von der Straße in die Richtung führen und irgendwie schaue ich ja auf diesen Bereich da hinten als allererstes. Und da ist jetzt Galeria Kaufhof. Ist es das? Ja, doch, Galeria Kaufhof ist es. Das würde ich rausmachen, aber sonst schön, schöner Kontrast, blau und das Gelb, die anderen Farben reduziert. Durch die Langzeitbelichtung noch ein bisschen Spannung mit rein, Linienverläufe, die schön aus der Ecke rauslaufen. Der Fernsehturm nicht ganz gedrittelt so, das wäre dann wahrscheinlich noch das absolute Highlight gewesen, aber man muss halt auch wieder sagen, na, wie sind die vor Ort Gegebenheiten. Ja, finde ich sehr gelungen. Ist halt schade, dass die Straße da so ein bisschen mit den Pfützen. Es wäre cleaner, wenn die nicht wären, ne? Wäre es halt richtig, richtig stark clean so. Und ich hätte vielleicht sogar, finde ich schön. Ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht sogar die Wolken noch ein bisschen so, dass sie noch ein bisschen weicher sind. Klar, dann wäre es eine Montage gewesen, weil du den Zug nicht so lange belichten kannst, aber kann man ja zusammenbauen. Aber ich finde die Farben wahnsinnig schön. Also ist cool schön. Also es sind knallige Farben, trotzdem ein bisschen pastellig so, sehr angenehm zum Anschauen. Gut gemacht. Ja, gefällt mir auch gut. Auch gerade diese Busschrift hier im Vordergrund, ne, das ist so ein beliebtes Stilmittel, sage ich mal, so Cityscapes. Auch gerade in Berlin sieht man das relativ oft, dass man diese Busspur quasi ein bisschen in den Vordergrund nimmt. Mir gefällt es auch gut. Ich bin nicht so der größte Freund von Tagesshots, aber tatsächlich gefällt mir das hier echt gut, weil die Farben gut aufeinander abgestimmt sind und gut miteinander harmonieren. Ich finde die Straße tatsächlich ein bisschen zu magenta-lastig. Also da ist mir ein bisschen viel Magenta-Ton drin in dem Asphalt unten. Das siehst du jetzt da am Telefon. Ja. Also, vielleicht habe ich auch schlechte Augen inzwischen, aber... inzwischen? Ja, ich weiß, meine Augen waren schon immer schlecht. Aber so ein bisschen sieht das so magenta-lastig aus. Oder dein Bildschirm ist scheiße eingestellt. Der ist scheiße eingestellt. Ich glaube, da ist sogar... ist da noch dieses Augenschonen drin? Das wäre natürlich jetzt der Knaller. Der Mondshot war nämlich eigentlich auch total blau. Ja. Das ist immer sein Handy. Achso. Dann nehme ich alles zurück, wenn wir es am großen Bildschirm sehen. Ist nicht drin. Aber seht ihr das nicht, dass es da unten ein bisschen magenta-lastig ist in dem Asphalt? Ja, vielleicht bin ich auch zu blöd, keine Ahnung. Ja, solche Nuancen sind halt auch immer echt schwer, so über Telefon und über die ganzen Bildschirme, weißt du, bei ihm daheim schaut es vielleicht überhaupt nicht so aus. Dann wieder dieses Kalibrierungsgame am Start mit, ja, wo ist echt und wie, wo, was und welcher Farbraum und der ganze, der keinen interessiert halt. Da hast du halt mal, also wegen so Farbnuancen würde ich jetzt keinem irgendwie was absprechen. Nee, also ein schönes Bild hat sich gemacht, jetzt alles top. Ja, cool. Also erstmal wieder vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen, für die Bilderkritik. Wir konnten natürlich jetzt wieder nicht alle nehmen, aber wie gesagt, auch in der nächsten Folge könnt ihr gerne wieder einsenden und dann seid ihr vielleicht auch... Einer kann ja noch einen gewinnen, ne? Ja, genau. Einer von euch kann eine komplette Kritik... Wie lange macht ihr das? Ist das dann so ungefähr eine Stunde oder wie lange? Ja, maximal. Maximal, ja. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde kriegt man das. Also, ihr werdet es ja wirklich sehen. Ihr könnt, da wäre ja gleich der erste Kritikpunkt schon mal, dass es viel zu viel ist. Ihr könnt übrigens auch, also ihr müsst uns das nicht jedes Mal vor der Podcast-Folge schicken, sondern ihr könnt auch unseren Hashtag Focus Review, den wir hier unten einblenden, benutzen und auch quasi immer, wenn ihr ein Bild macht, wo ihr gerade Bock habt, dass wir dazu unseren Senf dazugeben. Ja, einfach den Hashtag Focus Review mit dazu packen und dann finden wir das auch ganz einfach in der Suche. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns das zu machen. Gerne. Ich bin ein bisschen traurig, dass schon vorbei ist. Also das ging ratzfatz. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir machen ja jetzt quasi erst... Ist doch schon passiert. Ja. Eben, das ist, aber ist ja so Zeit. Mann, Felix, du hast das Game einfach nicht verstanden. Wollen wir einen Podcast zusammen machen? Ja. Er hat das YouTube-Game, er hat auch letztens das verkackt sein. Weißt du, am Ende hat er immer einen Spruch. Da soll er mal sagen, dass die Leute abonnieren und die Glocke abonnieren. Und dabei ist es nicht mal mein scheiß Kanal, für das ich das sage. Ja, aber er kriegt es trotzdem nicht auf die Reihe. Ja? Er hat das YouTube-Game noch nicht so ganz verstanden. Aber heute Folge 10, ey, dann läuft es. Ja, komm. 10, dann okay, pass auf. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt. Ich denke aber, es war relativ einfach, weil es ein sehr interessanter Gast war. Ja? Wie immer. Kann man so sagen. Und übrigens...
ich hoffe, dass wir auch in Zukunft uns ab und zu mal treffen und vielleicht mal ein, zwei Videos zusammen machen. Also da hätte ich echt Bock drauf. Lass die Leute gerne abstimmen. Leute, habt ihr bitte Bock darauf, dass Christoph und mir zusammen ein paar Videos macht, sowohl auf seinem Kanal als auch auf meinem Kanal? Ich glaube, da hätten wir einige coole was Ideen schon, jetzt, was wenn man so machen kann. Ja, dann machen wir es trotzdem, ist mir egal. Ich hoffe nicht. Ja. Naja, da haben wir den Auftrag verstanden, dann machen wir was anderes. Ja, okay, ja. Gut. Dafür gibt es das Abstimmen. Dann gibt es ja immer noch die andere Plattform. Nein, okay, also. Du, was darfst du nicht sagen? Vielleicht haben wir das ja geschnitten. Wir driften schon wieder ab. Ja. Nein, das haben wir nicht geschnitten. Okay. Also Felix, schreite zu deiner Tat, sag deinen letzten Satz. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Geil. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt auf Patreon vorbeischauen, Leute. Denkt dran, da geht es nämlich weiter. Auf iTunes Bewertung da lassen und genau. Falls ihr den ganzen Podcast jetzt gehört habt und im Auto unterwegs wart, zieht es euch auf jeden Fall auch auf YouTube nochmal rein, denn wir brauchen Klicks. Wir brauchen Klicks. Und es ist halt auch einfach geiler, ja, und mit die Bild. Wahnsinnsbilder natürlich, die da eingeblendet wurden. Genau. In diesem Sinne, Leute, wir schalten jetzt die Kameras aus, das eskaliert das hier noch. Genau. Ciao. Macht's gut. Ciao. Drohne aus dem Fenster werfen oder wirklich fliegen? Entschuldigung. Ihr wollt es so, ihr bekommt es so. Womit okay. Wir wieder bei YouPorn wären. YouPorn oder YouTube. Wir müssen sie vielleicht aber wegziehen. Ihr wollt es euch mit dem Schneiden aber auch echt schwierig machen. Ne? Dass du noch dabei bist, ey. Krass. Kohle. Richtig geile Entweder-Oder-Fragen. Oh Gott. Scheiße. Oh weia. Also der Titel für diese Folge ist irgendwie Katze in der Flasche. YouPorn. YouPorn und und Menschenrechtsverletzung. Gibt Klicks, Alter. Gibt auf jeden Fall Klicks und werbefreundlich ist es auch noch. Klink.